Hallo, wie geht's euch? Lange nicht gesehen, ne? Ich war ein bisschen weg und so. In dem Fall kann ich es euch ja auch erzählen, ne? Ich war hier, weil ich habe so eine geile Narbe. Da war ich ein bisschen weg, hatte da was mit den Ärzten und so, ne? Da müssen wir nicht weiter drauf eingehen, aber ich bin schon ein bisschen stolz, ne? Kann man die, wo ist die Seitenkamera? Ist die da? Wollt ihr die mal? Richtig geiles Ding, oder? Boah, oder? Was sagt ihr dazu? Da, am Unterarm. Alles toll, ja? Ja, alles wieder gut. Das Problem, ihr wisst, ist die rechte Hand. Das ist ein bisschen schwierig. Damit macht man viele Dinge. Und ich weiß, woran ihr jetzt denkt. Aber etwas, was man vielleicht teilweise als Nerd noch häufiger macht, ist Videospielen. Und dementsprechend ist es schwer, wenn man kein Rechtshänder ist, wenn man kein Linkshänder ist, ohne die rechte Hand zu spielen. Ich habe es gemacht. Ich bin übrigens ein überdurchschnittlich guter linkshändiger World of Tanks-Spieler mit der Artillerie, ist mir aufgefallen. Aber genug dazu. Ich würde eigentlich sehr gerne mit euch RimWorld spielen und ich würde auch gerne direkt einsteigen und gar nicht so viel labern. Vielleicht machen wir das später während dem Spiel. Ich habe den Chat da vor mir, da können wir mal ein bisschen schnacken. Und ich habe das Spiel schon mal gestartet. RimWorld hat eine neue Version gekriegt. Lass mal reingucken gerne. Aber ich, dann fangen wir noch mal von vorne an. Ich dachte, ich bereite hier vor, dass wir direkt starten. Wir machen nämlich Crash Landed. Das ist klar, da muss ich nicht viel zu sagen. Wir gehen auf Rough. Das hier ist neu. Ja, mit der aktuellen Version können wir den Commitment Mode aktivieren. Lass uns das gleich mal ausprobieren. Das ist so eine Art Iron Man Mode. Ja, das bedeutet, ihr könnt nicht manuell speichern. Nur wenn das Spiel sich beendet, dann wird automatisch gespeichert. Es gibt noch den Merciless Mode. Komm, den probieren wir dann auch aus. Merciless Mode, a special game mode where every challenge is turned up to the extreme. Also alles wird wahrscheinlich noch mal verstärkt. Alle Faktoren werden erhöht. Ich schätze mal, wo normalerweise denn irgendwie fünf Raider eure Basis angegriffen haben, kamen denn auf einmal, kommen dann 50 oder so. Lass uns das mal ausprobieren, um das mal rauszufinden, oder? Recommended for experienced players, bla 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 bla. Wir probieren das aus. Unser Seed ist Grassland. Zufällig hier eingetragen. Machen wir das doch mal. Lassen das auf Standard. Generieren die Welt. Fangen neues Spiel an. Im Merciless Mode. Ich schätze mal, dass das nicht sehr lange, aber das finde ich auch mal ganz gut, weil unsere Spiele ja gerne sehr, sehr lange dauern. Und mal so ein kurzes, wo wir schon relativ schnell an unsere Grenzen stoßen, finde ich auch mal recht erfrischend. Vielleicht schaffen wir denn ja heute mal was Abschließendes. Das wäre ja mal ganz gut, ne? Also, wie sieht's aus? Mein Monitor sehr, sehr dunkel eingestellt. Mache ich meine Werbung ein bisschen heller. Deswegen wundert euch nicht. So aussehe, als wenn ich blind wäre. Wo gehen wir hin? Wollen wir einfach mal ins Grüne? Was ist denn das? Desert. Ja, ist klar. Bei mir eher grau. Hier ist so dunkles Desert. Oh, ich muss auf jeden Fall. Irgendwas stimmt hier nicht mit diesem wunderschönen. Ah, gut. Wollen wir ins Desert? Also, vielleicht sollten wir es ein bisschen einfacher machen, wenn wir jetzt den Merciless Mode machen. Also, gehen wir nicht in den Sumpf. Den Sumpf mag ich nicht. Aber alles andere mag ich. Aber irgendwas Grünes hier. Wir haben entweder Boreal Forest oder wir haben hier Temperate Forest. Im Grunde ist egal. Lass uns mal hier hin. Hier, das finde ich gut. Es gibt ja, wir machen was an den Flüssen. Was haltet ihr davon? Es gibt ja jetzt Wasserkraftwerke. Und das sollten wir mal ausprobieren. Ich suche mir gerne einen Platz an der Straße neuerdings, falls ich, was ich noch nie gemacht habe, mal dieses Feature nutze und die Basis verlasse. Ich hätte aber schon gerne auch ein bisschen Steine. Also wollen wir hier hin? Nee, wir gehen hier hin. Nee, das sind keine Steine. Ich will Fluss und Steine. Wollen wir hier hin? Das ist aber im Desert. Hier hin? Das ist aber im Sumpf. Hier hin. Temperate Forest, Fluss, Straße und Berg gleichzeitig. Gucken wir mal die weiteren Details. Die durchschnittliche Temperatur wäre noch wichtig. Die liegt bei 11 Grad. Okay, das ist recht einfach. Also eine Minustemperatur als durchschnittliche, das würde ich als schwierig empfinden. Aber auch sehr, sehr lustig. Aber wir nehmen das. Wir gehen noch kurz auf Advanced, um das richtig schön groß zu stellen. Und neuerdings finde ich gar nicht uninteressant. Früher war immer hier diese Notiz neben der Map-Größe, dass das bitte, früher ist das ludicrous size. Also lächerliche Größe, viel zu groß. Und jetzt wird das Ganze nochmal ausgeführt. Warum? Denn tatsächlich diese Größe zerstört, glaube ich, die Wegfindung der KI und auch viele andere Kleinigkeiten. Das Spiel ist nicht designt für diese Größe und dementsprechend können einige Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollen. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich keine schlechten Erfahrungen mit groß gemacht. Mit großen Karten. Manchmal laufen die KI-Gegner echt bescheuert und hängen dann da irgendwo im Berg rum, aber komm, ist egal. Next. Und wir haben Prepare Carefully installiert als kleine Mod. Das bedeutet, wir können hier. Ich hoffe, dass das in der Steam Cloud ist. Ich habe nämlich ein paar Presets. Nee.
Nee, ist nicht drin, leider. Dann bauen wir uns. Ich habe nämlich jetzt eine neue Vorgehensweise. Die geht immer ratzfatz. Wir haben ja eine Frau, einen Typen und nehmen wir nochmal eine Frau, ja? Wissen ja, unsere Zuschauer sind überwiegend denn doch maskulin und schauen gerne dem schönen Geschlecht hier dabei zu, wie sie überleben. Vielleicht nicht unbedingt 59 Jahre alt. Vielleicht doch etwas fruchtbareres. So, was ist eigentlich die Hochzeit? Ich glaube, bei Mädels. Bauen die nicht schon mit 22 ab? Habe ich das nicht mal gelesen? Das eigentlich generell Menschen, aber ich, ne, schon, nicht, ne? Machen wir mal 22. Chapman ist 23 und Ledge ist eine. Ach, guck mal, so eine Teenie-Gruppe. Das ist doch mal nicht schlecht. Und dann stelle ich hier jetzt mittlerweile einfach nur alles auf Doppelflamme und mache alles ganz niedrig. Und das hat den Vorteil für mich, dass ich mir am Anfang jetzt nicht jetzt schon Gedanken machen muss, wer macht was, sondern alle können alles. Wir starten das Spiel, setzen irgendwen auf den Job und er erlernt das alleine. Wir nehmen jetzt hier noch ein paar Traits raus, die zum Beispiel das verhindern. Ich schätze mal, dass wir das so machen könnten. Das lassen wir. Was ist ein Misandrist? Ledge really dislikes and distrusts men. Ein Misandrist ist anscheinend jemand, der keine Männer mag. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Incapable of dump labor and cleaning, das wollen wir eigentlich auch nicht. Das liegt wohl an. Woran liegt das? Ja, ist egal. Naja, eigentlich ist es nicht egal, weil die Dinger hier weg sind. Caring and social. Das ist für mich in Ordnung. Jetzt ist aber Medical weg. So, das gefällt mir. Incapable of none, no injuries. Und wir nehmen die jetzt alle mal einmal ganz kurz runter, dass sie nicht mehr so krass sind. Und die lernen das dann im Laufe. Was haltet ihr davon? Das finde ich eigentlich ganz gut, weil mit so Scheißleuten anzufangen, die überhaupt nichts können, ist furchtbar träge und finde ich auch nicht so gut. Macht zwar Spaß, aber das hat man oft genug gemacht. Und vielleicht gefällt euch das auch, kann ich mal vorschlagen. Ihr macht die einfach super schlecht am Anfang, um euch nicht irgendwie, um das Spiel nicht komplett zu breaken und damit ihr komplett overpowered seid. Aber ihr macht es euch einfach dadurch einfacher. Wir nehmen hier nochmal. Capable of social animals gehen hier dann auf die Doppeldinger. Später, ich meine, die werden ja auch irgendwann draufgehen und später kommen halt genug Kackleute dazu. Irgendwelche Raider, die dann nicht mal kochen können oder sowas. Ja, das ist alles schon recht mies. Was ich vielleicht noch mache, ist, dass ich einem Shooting 10 gebe, dass er vielleicht auch mal was trifft, weil bei Shooting 1 oder 0 ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Und auch bei dem hier, dann sind wir gleich soweit. Ihr wisst ja, die Flammen sagen aus, wie schnell der Lernfaktor ist. Bei Flamme, glaube ich, bei 1,5 steht das hier, wenn man da drüber hovert. Und ohne Flamme, glaube ich, bei 0,5. Irgendwie so. Nehmen wir mal alles hier. Die können wirklich nichts. Die können wirklich nichts. Sind wir fertig? Die hat zwar mit 22 graue Haare. Komm, wollen wir das mal. Wie machen wir die Haare anders? Da. Nee, Hair und. Ah, da. Hair. Das ist die Farbe. Ja, klar. Okay, haben wir wenigstens. Nee, die gefällt uns gar nicht. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann können wir doch gut auseinanderhalten, eine blonde und eine schwarzhaarige, ansonsten kriegt man Probleme, ihr kennt das. Relationships, gucken wir mal kurz rein. Nichts Besonderes, das nehmen wir mit, das ist auch der Standard. Und ich würde sagen, wir starten. Seid ihr bereit? Haben wir was vergessen? Okay, er kann nicht social, aber gut, das lassen wir jetzt so. Machen wir so, ja? Wollen wir starten? Let's go. So, schauen wir mal. Wollen wir in den Chat? Männer schmecken tatsächlich ein wenig herb und sind oft zäh, sagt Matt Morty. Okay. Hat voll die Oma-Frisur, sagt Schmollex. Ja, genau deswegen habe ich die Frisur auch geändert. Das dachte ich auch. Dass, ne, graue Haare ist nicht unbedingt so das Sexieste für eine Anfang-20-Frau. Ja, okay, es hat schon gestartet. Hier steht ein bisschen B19 Updates. Smarter Foods. Achso, nee, das sind die Mods. Es sind eigentlich die Mods, die ich immer drauf habe. Und ich glaube vielleicht, wenn ich draufgehe hier relativ schnell, schauen wir da nochmal rein. Spiel geht los. Da sind sie alle, da sind sie. Wir gehen auf Pause. Und okay, Space macht nicht mehr Pause. Was ist hier los? Wir schauen uns die Map an. Okay. Weiter können wir nicht rauszoomen. Wieso nicht? Okay. Tut mir leid, Leute. Ich muss mal die Helligkeit von diesem... Ich erkenne nichts.
Regie, können wir mal kurz in die Regie gehen? Ach, in die Werbung. Wäre das einmal möglich? Ich muss einmal kurz den Monitor heller stellen, sonst dauert das ja hier ewig. Das wäre ganz super und es ist auch ein guter Zeitpunkt, ja? Ihr habt die Möglichkeit, jetzt noch einmal ganz kurz euch bereit zu machen, denn es ist tatsächlich wahr, wir spielen jetzt 3 Stunden RimWorld. Das Spiel ist gestartet, wir gehen in die Werbung und danach bin ich vollkommen für euch bereit, das Ganze hier anzugehen. Also bis gleich. Seid ihr wieder? Guck mal, das habt ihr aber gut gemacht. Einmal kurz Werbung, schon seid ihr wieder. Auf euch kann man sich verlassen. Das ist echt genial. Wollte die Helligkeit ein bisschen heller stellen, hab rausgefunden, das ist schon auf maximale Helligkeit. Es ist, aber lass uns da nicht weiter drüber. Ich krieg das schon hin. So, ich würde sagen, wir haben uns ja einen kleinen Überblick gemacht. Ich mach nochmal einen. Im Süden hier diesen Berg. Im Norden kein Berg. Sehr viel Gebirge trotzdem drumherum hier. Boreal Forest war, glaube ich, oder Temperate Forest, zumindest irgendeine Art Wald war gewählt. Und das sieht man auch, wir haben eine Menge Bäume hier, viele Tiere, es ist alles ganz schön. Und da ist der Fluss. Und, jetzt ist er automatisch wieder ein bisschen heller geworden. Ist auch so eine, komisch. Und, hier sind jetzt auch wilde Heilwurzeln. Ich habe mich schon so ein bisschen umgeschaut und würde sagen, wir gehen hier in die Nähe zu diesem Fluss. Uns bleibt ja auch nichts anderes übrig, wenn wir mit dieser neuen Wassermühle oder was das da ist, dieses Wasserkraftwerk, wenn wir damit arbeiten wollen, müssen wir auch ans Wasser ran. Problem ist natürlich, so ein Fluss ist schwierig zu beschützen. Man kann aber jetzt auch Brücken über Flüsse bauen und so weiter. Aber was haltet ihr davon, wenn wir gar nicht lange... Das gefällt mir auch hier, so eine Rückzugsmöglichkeit. Plus seht ihr hier, hier ist noch eine Struktureingabe. Die dürfen wir natürlich am Anfang jetzt noch nicht öffnen. Wenn da irgendwie 2, 3 Roboter drin sind, dann ist das Spiel ja gleich vorbei. Hier ist problematisch bei sowas, wenn wir das hier zumachen, könnte man ja auch denken, wir haben hier eventuell eine gut verteidigende Position, die nur von einer Richtung angegriffen werden kann. Nee, Pustekuchen, hier im Süden werdet ihr ein Problem kriegen. Da, also nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber ich sag mal so, die Chance liegt so bei 25%, dass sie hier im Süden auch spawnen können und dann können sie nur noch hier spawnen, die Bösen, ja. Weil entweder spawnen sie von links, von oben, von rechts oder von unten. Und nur weil hier so wenig ist, heißt das nicht, dass sie weniger spawnen. Hier werden ziemlich häufig denn Leute kommen und von hier irgendwie angreifen. Deswegen ist das gar nicht so optimal, sondern eigentlich eher kontraproduktiv hier. Ne? Dass wir so eine ganze eigene... Budi, was geht denn bei dir, Mann? Was machst du denn hier? Freut mich, nur wiederzusehen, ey. Ja. Hallo, na? Magst du mir helfen? Was denn? Ja, hier, ich habe 3 Leute, die wollen überleben und wissen nicht wie. Wie jetzt? Die wollen überleben. Budi, wie viel Zeit hast du denn mitgebracht? Nicht so viel. Nicht so viel? Aber vielleicht, warte mal, vielleicht hole ich mir noch ein Mikrofon. Ja, guck mal, dann machen wir das so, pass auf. Guck mal, das ist doch perfekt. Lass uns den Budi mitmachen. Ich weiß nicht, ob das gut für diese 3 Leute ist. Nein, das ist mega gut, weil ich irgendwie schon so festgefahren bin in meiner Vorgehensweise, dass ich fast immer das Gleiche mache in so einem Spiel. Und wenn dann mal jemand kommt, der mal ein paar andere Ideen hat, haben wir keine Handfunke da? Ich guck gerade. Dann ist das eigentlich alles sein. Eigentlich war, genau, da ist es. Ich erinnere mich. Raphael hat mir da irgendwas oder die Clara. Alter, haben wir neue Bezüge, die sind ja voll ripped. Ja, der andere ist vergilbt draußen auf dem Balkon, weil irgendwen der liegen gelassen hat. Ah, ja. Lass Simon das nicht hören, dass wir das wissen. Nee, ich glaube, ich war das tatsächlich. Ja? Nein. Na, sowas. Irgendwer anders. Hört man mich jetzt oder was? Budi, wir haben noch nie RimWorld zusammengespielt. Wir haben original noch nie RimWorld zusammengespielt. Okay, pass auf. Hier ist der Sinn. Dann machen wir das so, das finde ich auch viel geiler. Dann können wir auch schneller voran, weil dann muss ich nicht so viel überlegen. Denn entscheidest du einfach aus dem Bauch heraus. Ja, gib mir jetzt schon eine Entscheidungsgrundlage. Okay, ist ganz einfach. Hier ist die Map. Auf dieser Map, auf der man eigentlich nur Bäume, Gebirge und einen Fluss sieht, wo würdest du hier auf dieser Map kommen? Hier sind ein paar Tiere. Die 3 Leute sind gerade crash-landed aus dem Weltraum. Oh nein! Gerade crashed, haben noch nie, okay. Die ganze Scheiße ist hier mit runtergekommen, gerade aufgeschnitten. Wir fangen auch gleich an. Hier, die kotzt schon. Hier siehst du schon ein bisschen Kotze durch den Kryptoschlaf, den sie am hinter sich hatten. Ne, grob geweckt, hier aufgewacht und jetzt müssen sie natürlich, sie kommen hier nicht weg, sie wollen überleben, sie müssen gleich ein bisschen was essen, müssen ein bisschen schlafen und so weiter. Kann man was für dich tun, Moritz? Moritz, was, haben wir ein Meeting oder was? Ja. Haben wir echt jetzt? Ja. Ja, wir haben Beatstime-Meeting, ich hab's halt original verpeilt. Sie kotzt aber, sie hat gerade gekotzt und wir nehmen Kryoschlaf, Leute. Ich hab doch eine Verantwortung diesen 3 Menschen gegenüber. Ja, dann beeil dich einfach. Dann kannst du sofort. Musst du rüber? Ja, aber ich komme wieder. Du kommst wieder nach der Konfi? Wie lange brauchen wir?
Ah, 5 Minuten. 10 Minuten, geil. Lass das Mikrofon einfach an. Das ist ja mega gut. Ja, lass das an. Das Mikrofon einfach an. Ja. Was ist das? Vielleicht machst du es aus, aber du siehst auch sehr attraktiv aus mit dem Mikrofon. Entschuldigung. Ich würde sagen, was sind das für gelbe Dinger da oben? Das sind Bumalopen. Das sind so riesige Lamas. Wenn man die tötet, explodieren die. Kann man die essen? Die kann man essen, ja. Kann man sich reinlegen gegen Kälte? Nein, das geht nicht. Nein. Das geht nicht, leider. Schade. Aber ansonsten hätte ich, ja, also, aber sonst hätte ich halt hier oben gesagt, da bei diesem Delta, unter den Lamas vielleicht. Hier meinst du? Ja, ja. Okay. Wer weiß, kann man eine Brücke bauen. Okay. Auf Wiedersehen. Bis später, Budi. Mal sehen, ob Budi sein Versprechen hält. Guck mal, wie langsam wir vorwärts kommen hier. Ich hasse das. Ich würde euch viel lieber mal ein bisschen mehr hier pro Minute zeigen. Aber Budi würde gerne hier starten. Das ist doch gar keine schlechte Wahl. Alternativ hätte ich vielleicht eher auf der Seite gestartet jetzt. Aber das können wir später noch nachholen. So. Komm, ab geht's. Stockpile-Zone, legt mir den ganzen Kram hier. Ja, hier ist auch zu wenig Platz. Guck mal, hier ist sogar ein Dingsbums. Ein Steam-Gesier. Wir würden dann tatsächlich doch Budis Tipp hier ein bisschen nach Westen verlagern, ein paar Meter und hier hingehen. Guck mal, wir starten direkt. Wir machen das hier mit diesem Rückzugsort. Das ist schön. Wir machen das hier. Zack. Nee, hier stimmt wirklich was nicht. Jetzt hat gerade wieder der Monitor sich auf super dunkel. Er hat irgendein Auto. Jetzt wird er wieder hell. Was ist los mit dem Ding? Der ist kaputt, glaube ich. So. Stockpile Zone. Du kannst gar nichts. Ach shit, wir haben vergessen. Ach nee, doch, bei ihm haben wir es nicht vergessen. Du kannst wenigstens schießen. Also nimmst du das Schießding. Und du kannst gar nichts. Deswegen nimmst du das Messer und du dann wenigstens die Pistole. Wir sagen, dass das alles bitte. Die Tastatur funktioniert nicht. Das ist irgendwie. Funktioniert hier nicht viel heute. Zack. Das. Mit dem Kürzel F kann man die Sachen alle. Hier. Erlauben. Die sind ja durch dieses X gekennzeichnet. Und mit der Taste F kann man da relativ schnell das Ganze denn. Zum Aufheben erlauben. Steckt eigentlich alles korrekt drin? Gut, so, die fangen an. Chapman, so weit ist der. Was ist das? Ein Leopard. Och, Leopard. Ja, wenn der Hunger kriegt, könnte er ein Problem werden. Aber ich denke mal, hier im Wald läuft genug rum, wie dieses Eichhörnchen. Wie geht's dem? Ganz gut. Noch nicht viel passiert. Gibt's nichts zu berichten hier aus der Eichhörnchenwelt. Auch nicht von dem Leopard. Wie sieht's aus, wenn wir vielleicht direkt anfangen und hier eine Mauer hinziehen? Glaube ich, ist das keine schlechte Idee. Oh, ich habe ja diese Dinosaurier-Mod, ne? Deswegen haben wir hier Korythosauren. Dinosaurier sind immer mega gut, um Fleisch, ne, zu liefern. Hier ist noch ein bisschen was zu essen. 7 Survival Meals, die nehmen wir mit. Ein leckeres Paket, viel haben wir ja nicht zu essen. Das wird gleich unsere erste Aufgabe sein hier. Und dann gucken wir mal, was hier so alles neu ist. Eine Runde habe ich gespielt gehabt mit der neuen Version hier. Und da waren schon einige neue Sachen drin. Jetzt sagen wir, fangen an, eine Holzmauer zu bauen, um hier vielleicht heute Nacht schon mal drin zu schlafen und nicht unbedingt irgendwo draußen. Machen wir so, ne? Zack. Wollen wir die Tür vielleicht einfach hier hinknallen? Ja, wooden wall. Und dann machen wir einfach hier die nächste Mauer. Ja? Das ist schon mal auf jeden Fall. Raum, der wirklich groß ist, da können wir viel mitmachen. Hier ist noch, ja, da müssen wir mal gucken, ob sich hier ein Raum versteckt. Ich schätze mal nicht, das wird nur ein freies Feld sein. Ihr seht, hier ist ein leicht. Es scheint noch was versteckt zu sein, was wir nicht sehen können. Aber nichts Besonderes. Ansonsten hier in unmittelbarer Reichweite, da haben wir ein bisschen Compacted Machinery. Hier noch ein bisschen Stahl. Noch mehr Stahl, Stahl. Oh, hier ist richtig viel Stahl. Uiuiui. So viel Stahl habe ich, glaube ich, noch nie auf dem Haufen gesehen. Habt ihr schon mal so viel Stahl? Das ist eine Menge. Hier sind die Mufflons. Da laufen meine Leute rum. Hier jetzt weiter im Osten. Hier ist unser Haus. Sehen wir noch mehr Machinery. Das ist sehr gut. Noch mehr Eisen. Wunderbar. Machinery hier. Irgendwas Besonderes? Haben wir vielleicht Gold? Titanium?
Uran. Noch mehr Eisen, also Stahl. Was ist das? Machinery. Da. Compacted Plasteel. Plastahl, wunderschön. Das ist schon mal was. Wir werden eines Tages ein Problem kriegen hier mit dem Raum. Wenn da tatsächlich Roboter drin sind und wir diesen Raum öffnen und die Roboter in unsere Hinterbasis entlassen, wird das sehr interessant werden. Das wird sehr interessant werden. Ich würde es gerne jetzt schon aufmachen. Aber dadurch, wir können ja, glaube ich, gar nicht speichern, ne? Ne, seht ihr, wir können nicht speichern, nur save and quit. Wäre eine Möglichkeit zu sein, jetzt gewesen, ne? Mal zu speichern, mal zu gucken, ob hier wirklich was Böses drin ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon recht hoch, ne? Was auf jeden Fall drin sein wird, sind dann diese Krypto-Sleep-Caskes. Diese Schlafkapseln im Kryogenschlaf. Was ist das? Ein Plasteel Advanced Helmet. Wieso liegt der da? Normalerweise ist sowas nicht in der Startausrüstung mit inbegriffen. Wo habt ihr den denn her? Hatte jemand den auch? Nein, den hatte keinen. Das wundert mich gerade ein bisschen, aber gut. Neue Version, vielleicht ein bisschen neuer Shit mal am Anfang dabei. Hier immer noch Holz, 300 gestackt, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Und wir müssen vielleicht mal schauen, wer überhaupt hier über das Konstruieren... Wessen Job ist denn das? Wir gehen mal direkt in die Manual Profiles hier, ihr kennt das. Ich würde sagen, wir fangen mal standardmäßig an, dass wir hier alle auf Firefight setzen und wenn sie krank sind, dass sie direkt zum Doktor gehen. Doktor ist in diesem Falle... das ist ja das Gute. Relativ egal, man muss nur darauf achten, was können die nicht. Ich würde sagen, mein Doktor ist gerne auch immer mein Koch. Und das sind so zwei Sachen. Doktor ist man nicht fulltime, sondern nur, wenn man ein bisschen verletzt ist. Wenn jemand verletzt ist, dann muss man den Job des Doktors irgendwie versuchen. Ja. Meine Güte. Man braucht dann halt einen Doktor. Und das braucht man nicht immer, das ist das, was ich sagen will. Genauso wie mit Essen kochen. Essen kochen braucht man nicht durchgehen. Das macht man, man isst ein paar Essen, beziehungsweise kocht ein paar Essen. Deswegen ergänzt sich das ziemlich gut. Das muss nicht durchgehend sein. Im Vergleich zu Construct, eigentlich braucht man immer einen Constructor. Deswegen nehmen wir hier mal bitte das Kochen raus und das Handeln, dass du dich wirklich auf Konstruieren konzentrieren kannst. Warden ist noch okay, Bad Rest, alles klar. Grown muss dann raus, Mine muss dann raus, Plant Cut muss dann raus. Und dieses ganze Smithing, Tailoring, Art und Crafting, dieser ganze Block hier, da kümmern wir uns später mal drum. Das ist was, was wir am Anfang gar nicht brauchen. Und Research macht auch nur einer. Da wir gesagt hatten, dass das der Koch ist, kann er nicht Research machen. Wenn er der Konstruktor ist, ist er der Researcher. Weil ein Researcher ist ein Fulltime-Job. Das ist das Ding. Man ist die ganze Zeit am Forschen. Und das heißt, du kannst eigentlich nichts anderes mehr machen. Also wenn du kochst und du der Forscher bist, dann musst du der Konstruktor sein. Wer ist dann der Miner? Ich mache das denn so, dass ich allen Minen sag, aber auf 4. Das heißt, ihr könnt meinen, wenn irgendwie mal was Schlimmes los ist. Wenn nichts los ist. Gut, wir haben einen Hund übrigens dabei. Das ist Stabber. Ob wir den lange durchkriegen, ist eine Frage. Noch hat er keinen großen Hunger. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir müssen growen. Wer ist ein Grower? Vielleicht die Person, die jetzt researcht. Weil da wir noch keinen Forschungstisch haben, ist das vielleicht keine schlechte Idee. Jagen soll eigentlich, glaube ich, auch Chapman mit dem Gewehr, ja. Stimmt. Und das machen wir später hier, mal gucken. Das ist soweit erstmal ganz gut für den Anfang. Und wie ihr seht, hat sich das auch gleich in einen Effekt umgemünzt. Wir haben hier Latch und Balthasar, die unsere Mauern konstruieren. Was jetzt, glaube ich, standardmäßig im Spiel mit drin ist, das war früher mal eine Mod, ist, ihr seht das gerade, dass die Leute, die mit dem Tragen beauftragt sind, jetzt nicht nur Gegenstände von A nach B, von einem Lager ans andere tragen, sondern auch von einem Lager zu einer Arbeitsstätte, wie hier. Das entlastet den Bauherrn, also den Typ, den Kunst, wie sagt man, den Handwerker und macht ganz gut Sinn. Das Dach wird reingezogen, Chapman putzt ein bisschen, weil sich anscheinend die Homezone hier automatisch einstellt. Das will ich gerne einmal deaktivieren, das sieht immer scheiße aus, wenn die das selber macht. Das muss hier richtig hübsch aussehen, so ungefähr. Hier fehlt ein bisschen was, das haben wir gleich. Wunderbar, das ist schon mal eine anständige Homezone. Wir sind fast überdacht. Das bedeutet, wir könnten vielleicht mal schön die ersten Sleeping Spots hier einrichten. Das sind erstmal provisorische, die knallen wir egal wohin. Und jetzt
sollten wir vielleicht nebenbei schon mal, das ist ganz wichtig, dass das erste Feld schon mal hochgezogen wird. Wir haben ein Problem, schon die erste Meldung hier. Chapman is wandering around in a psychotic state. Also Chapman hat gerade schon seinen ersten psychischen Breakdown, weil er sehr stark geschwitzt, weil er sehr schwitzig ist. Seht ihr das? Hier steht das, the final straw was sweaty. It's too hot here, I'm sweating. Ja, ja. Rebuffed by Biden. Da sind schon erste Anbandelungsversuche. Erste Flirtversuche finden hier auch statt. Zwischen Chapman und Baldassar. Baldassar, ein Name, den ich eigentlich eher einer Frau zuteilen würde. Lasst euch da jetzt nicht irritieren. Das ist eigentlich ein Mädel. Baldassar hat auch direkt den Hut aufgezogen hier. Okay. Baldassar ist aber nicht interessiert an Chapman. Und das zusammen mit seiner Verschwitztheit hat ihn jetzt gerade einfach mal kurz rausgenommen. Der wird ein paar Stunden jetzt hier rumrennen, weil der einfach keinen Bock mehr hat. Das geht aber fix. Latch, wieso rennst du hier einfach so? Hast du nichts zu tun? Was man als erstes auch immer machen sollte, weil es so schnell geht, ist vielleicht bei Joy, warte, das heißt ja mittlerweile Recreation, mal kurz so einen Horseshoe-Pin da reinzuknallen. Das ist so ein kleiner Stock, wo wir dann Hufeisenspiel spielen. Zack, dahin. Dann ist das schon mal erledigt. Bitte noch das Dach zu, bevor es dunkel wird, denn schlaft ihr nicht draußen. Spul mal vor. Ich glaube nicht, dass das noch stattfindet. Die sind gerade ein bisschen damit beschäftigt, hier ihre Needs zu erfüllen. Werden bald müde werden. Eigentlich geht's ihnen ganz gut. Chapman hat wirklich... Wenn diese very low expectations weggehen, haben wir ein Problem. Seht ihr, das hängt wahrscheinlich mit diesem Challenge-Mode zusammen, oder? Dass die so viele Debuffs drauf haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass auch diese Mali hier leicht erhöht sind. Das, oder? 8 without a table, war das nicht ein minus 2 vorher? Ist jetzt ein minus 3? Ah, da bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall geht es denen nicht gut. Schon am ersten Tag, obwohl wir schon eine ziemlich gute Startposition haben. Findet ihr nicht? Wir lassen ihn mal schlafen, ich kann gerade nichts machen. Der eine rennt da immer noch rum. Chapman sollte Chapman heißen, sagt der gute Phil Mann. Ich glaube, ich kann die nachträglich leider nicht mehr umbenennen. Das kann man in diesem Spiel leider nicht tun, oder? Doch, kann man. Hab ich nie gemacht. Aber da die Tastatur nicht funktioniert, hat das auch ein jähes Ende. So. Die arme Töle muss außen pennen. Sagt 3, 2, 1, Dom. Nee, muss sie nicht. Muss sie nicht. Wir können mal kurz gucken, wie es aussieht. Ich glaube, der darf überall pennen. Standardmäßig ist es so. Hier steht das. Stabber, unser Labrador-Retriever, darf überall schlafen, wo er will. Und das ist auch ganz gut. Wenn wir ihn hier zu verdonnern würden, dass er sich nur hier drin bewegen darf, in der Home Area, dann hätten wir ein Problem, weil dann würde er nur von unserem Essen hier, er würde das hier die ganze Zeit essen. Also unsere Überlebensration. Und wir wollen, dass der Hund eigentlich draußen rumrennt und vielleicht hier was findet. Ja, vielleicht ein bisschen was vom Leoparden oder vom Eichhörnchen abbeißt. Wobei, keine Ahnung, was soll denn so ein Labrador jetzt hier essen? Oh, da sind wir gerade Zeuge geworden, wie der Leopard das süße Eichhörnchen gerissen hat. Es ging recht schnell, war unspektakulär. Aber es sieht gut aus. Der nächste Tag ist eingebrochen. Wir haben 12 Uhr mittags und es sieht gut aus. Das Dach ist fertig. Wir haben 24 Grad indoors. Draußen ist 28 Grad. Das ist eine Menge. Es ist überdurchschnittlich warm. 22 Grad, glaube ich, würde ich sagen, ist für den Mensch so eine angenehme Temperatur. Wir haben vor, kurz die Growing Zone anzulegen. Das müssen wir mal ganz schnell machen. Das muss erledigt werden. Das Problem ist, ich sehe hier schon, ist das Gravel? Es gibt ja verschiedene Bodenuntergründe und auf Gravel wollt ihr nicht bauen. Der hat eine Fruchtbarkeit von nur 70%. Wir hätten gerne Fruchtbarkeit von 100% und das sieht gut aus. Hier ist kein Gravel bei, das hier ist Gravel. Nee, auch nicht. Das hier. Dieses leicht matschige und das hier, ja. Nee, wir bauen hier ein kleines Feld rein. Das ist gar nicht schlecht. Der Leopard, kommt relativ dicht bei uns ran, muss man mal sagen. Aber gut, lass ihn. Wie machen wir das? Viermal. Mal 10. Ja. Und als erstes bauen wir da keine Kartoffeln an, sondern als erstes müssen wir da bitte Reis. Ja? Weißt, Ledge, du hast da gerade schon eine Kartoffel gepflanzt, aber bitte mach die nochmal raus und tu da Reis rein.
Und ihr seht, das ist ganz lustig, finde ich. Die hat zwar überhaupt keinen Skill und braucht jetzt einen halben Tag, um eine Reispflanze zu pflanzen, aber das wird hier recht schnell hochsteigen, weil gerade am Anfang braucht ihr ja nur diese 3000 Punkte für einen Levelaufstieg auf Level 3. Und ihr seht, wie rasch das geht. Seht ihr hier? Da läuft das. Der macht so 5 Punkte pro Sekunde, also müsst ihr nur ein paar Pflanzen hier hinballern und schon sind wir ganz gut dabei. Balthasar, du bist, glaube ich, idle. Du hast nichts zu tun, das liegt daran, weil Balthasar unser Konstrukteur ist und ja nichts zu konstruieren hat. Deswegen sagen wir auch Balthasar jetzt an dieser Stelle nochmal, okay, du darfst gerne mitgrown, wenn du nichts anderes zu tun hast. Ja? Dann haben wir vielleicht noch jemanden. Wo ist der Dritte im Bunde? Wo ist Ledge? Nee, Chapman. Chapman ist immer noch am seltsam rumwandern. Chapman, was ist denn mit dir los? Ja klar, ist der jetzt natürlich ein bisschen scheiße drauf, dass er nichts im Magen hat. Aber jetzt hat er was gegessen, jetzt ist das wenigstens. Jetzt ist er mega müde, weil er den ganzen Tag hier blöd rumgelaufen. Boah, sind das aber viele hier Roots. Das ist ja schön, hier direkt vor der Nase. Und jetzt wird er wahrscheinlich erstmal schlafen gehen. Nebenbei können wir eigentlich schon mal sagen, dass hier diese Pflanzen weg müssen. Vielleicht kümmert sich da ja jemand vorher drum. Nee, sieht nicht so aus. Es wird schon wieder dunkel, 18 Uhr. Läuft, ja komm. Wir haben das halbe Feld an einem Tag hier gesät. Das ist gar nicht schlecht. Er schläft immer noch. Meint ihr, er steht jetzt mitten in der Nacht auf? Das wäre jetzt ein bisschen unpraktisch. Aber was brauchen wir als nächstes? Strom wäre ganz gut dann. Und mit 45 Nahrungsmitteleinheiten hier kommen wir eigentlich schon mal ganz gut zu Rande. Da können wir ein paar Tage jetzt hier wirklich ohne Probleme überleben. Was wäre denn das nächstwichtigste? Wäre es wirklich Strom? Oder was alternativ noch ganz wichtig ist, ist immer so ein schöner Forschungstisch, ne? Wenn wir den mal ganz kurz bauen, dass wir das wenigstens hinter uns haben. Die Basics müssen wir erforschen. Es fehlen viele Basics. Wir bauen den aus Holz natürlich. Und ich würde sagen, den Forschungstisch. Wir müssen hier... Auch nicht schlecht. Mittlere Maustaste. Lass dich doch mal... Noch nicht angehen. Hä? Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht, aber neben der Tastatur und dem Monitor spackt auch die Maus rum. So, okay, ich hab's geschafft. Ich stelle jetzt einfach dahin. Ich habe keine Lust, da noch mich weiter zu befassen. Ich würde sagen, wir müssen hinten noch eine Tür rein, dass die hinten raus können. Und das ist auch immer so ein guter Plan, man kann hinten denn die Tiere freilaufen lassen. Dann sind die außer Gefahr, wir haben ja vorne diesen Leoparden und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Bis, Alter, Maus, verlass mich, was ist denn das? Kann ich alles kaputt, was ist denn? Na, wo ist der Leopard? Alter. Ich glaube, ich muss die Maus mal neu anschließen, Leute. Ich habe mir, Raphael war so klug, hat direkt eine Ersatzmaus hier. Nochmal ganz, ich lasse es mal laufen. Ich versuche mal ganz, nee. So. Sorry, Leute, ich muss einmal ganz kurz die Maus austauschen und die schmeiß ich gegen die Wand hier. So, da sind wir wieder. Es ist mitten in der Nacht, die Leute gehen schlafen, das Feld ist gesät, alles ist gut. Und die Eingabegeräte funktionieren wunderbar. Wer ist das denn? Den Namen kenne ich aber. Der taucht häufiger irgendwie auf. Wer ist denn super social-mäßig drauf und kann gut mit ihm handeln? Ich glaube zwar nicht, dass er irgendwas richtig... Oh, was ist da passiert? Chapman Pursuit, Chapman bei... Aha. Das raff ich nicht. Chapman Pursuit Chapman. Aber wer war jetzt unser Null Social? Null Social.
5 Social. Das heißt, Balthasar mit 5 Social ist hier unser Repräsentant. Spricht für unsere Siedlung mit ohne Sun, der gerade ist. Wir unterbrechen ihn trotzdem. Und wie erwartet hat er nichts wirklich, was wir brauchen. Ein Sniper Rifle hat er dabei für 1000. Aber das finden wir hoffentlich früher oder später. Ansonsten seht ihr hier so eine Angora-Wollenhose. Die wollen wir jetzt nicht von ihm haben. Ansonsten vertickt er nur Drogen. Und ein bisschen Essen. Nee, das wollen wir nicht. Komm, geh wieder schlafen. Ich spule vor. Oh, unser Hund. Der gute Stabber. Ein bisschen unterernährt. Nichts zu essen. Er wird sich gleich hier an unserem Survival Meal vergreifen. Er hier haut ab. In welche Richtung? Wir können dem Ganzen hier einen Namen geben. Das, ja, heißt jetzt Lobo. Komm, mittlerweile kriege ich es auch noch weg. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Er düst ab. Wir haben keine Bedrohung. Tag 2 oder was ist angebrochen? Es wird Horseshoes gespielt. Wir könnten rein theoretisch, da die ja nichts mehr zu tun haben, jetzt endlich mal ein bisschen wichtige Sachen machen, dass wir vorher vorwärts kommen. Wie wäre es, wenn wir uns ein bisschen Holz besorgen? Wir müssen einmal jetzt... Wir haben genug Bäume eigentlich, ne? Lass uns die mal hier alle abholzen. Dann können wir nämlich Betten bauen. Dann müssen die nicht auf dem Boden schlafen. Vielleicht sollten wir die Betten auch direkt gleich in eigene Räume packen. Das ist doch gar nicht schlecht, wenn wir hier vielleicht auch... Ich meine, genug Holz ist ja da. Wir könnten... Ich würde jetzt davon absehen, mich in den Berg zu graben. Ich glaube, das wäre zu... Das würde zu lange dauern. Ich habe ein bisschen Angst vor dem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Deswegen würde ich gerne die Basics mal schnell hier hochziehen. Wie wäre es, wenn wir... Wollen wir so mit kleinen Schlafzimmern mal anfangen, dass wir wirklich sehr, sehr... 1, 2, 3... 1, 2, 3 mal 3... Sehr bescheiden... Nee, warte mal. Ist doch zu klein. Oder muss es nicht 4x4 mindestens sein, dass die nicht schlechte Laune kriegen? Probieren wir es mal aus. Bau das mal bitte fertig. Chapman. Balthasar. Wunderbar macht ihr das. Kannst danach eigentlich gleich mal das Bett reinhauen. Auch aus Holz. Davon haben wir genug. Wenn wir viel mitmachen, das ist viel zu klein. Wenn man Platz hat, sollte man die eigentlich auch schon recht groß bauen. Den Bonus wollt ihr eigentlich nicht missen, dass sie gut geschlafen haben und alles. Wie soll denn hier ein Doppelbett reinpassen, fällt mir gerade auf. Kann ja einer von der einen Seite gar nicht einsteigen. Also 3x3 Räume macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Reißen wir später wieder ab, aber ich würde es gerne, das zumindest im Kasten haben, ja? Holztüren bitte überall rein. Rein theoretisch könnten wir hier auch ein... Ach nee, wir lassen das. Ich wollte einen Flur hier gerade vorbauen, aber wozu? Das muss nicht sein gerade. Gehen wir einmal durch. Was könnte denn noch hier bei Production wichtig sein? Wir könnten uns ein paar Produktionstische, wie zum Beispiel den, Schlachter. Den. Näher. Scheiße. Wie heißt es auf Deutsch, wenn man strickt und näht? Was hat man dann für einen Beruf? Näher heißt das nicht. Was ist Taylor nochmal auf Deutsch? Manchmal hat man so. Fallen einem die offensichtlichsten Worte nicht ein. Das tut mir leid, Leute. Ein Schneider würde ich. Na, Schneider ist es, ne? Schneider, genau. Also neue Electric Smelter, Wooden Stone Cutter, Simple Research Bench haben wir ja jetzt gebaut. Was wir machen müssen, ist eigentlich nochmal sagen, was soll denn als erstes erforscht werden. Was mich ein bisschen stört jetzt mit der neuen Version, ist, dass diese Auto-Cannons, mit denen man früher gerne gearbeitet hat, die brauchen jetzt Munition. Und zwar Eisen. Und da ja, wie wir alle wissen, bis auf Heu, also... Diese ganzen Metalle sind ja keine regenerativen Ressourcen. Also, wenn wir die einmal abgebaut haben, hier aus der Erde oder aus dem Berg, dann sind die halt auch weg, ne? Dann müssen wir die kaufen und dann haben wir ein Problem. Und das finde ich ein bisschen schwierig.
dass diese wertvolle Ressourcen Eisen als Munition gilt für eine Waffe. Macht natürlich Sinn. Aber was ist denn, wenn ihr in der Wüste ohne Berge seid? So, dann habt ihr noch weniger Eisen und dann, dann macht es ja fast gar keinen Sinn, eine Selbstschussanlage aufzubauen, weil ihr die gar nicht unterhalten könnt mit dem ganzen Eisen. No? Balthasar baut. Oh, wie sieht das aus mit dem Holz? Na ja, ist noch genug da. Wir müssten vielleicht nebenbei schon mal die Kartoffeln hier nebenan bauen. Ja, läuft, ne? Gucken wir mal kurz rein. Was können wir noch bauen? Oh nein, kurze Unterbrechung. Ein verrückter Hase. Da kommt er. Ist noch ein bisschen weit weg. Oh, hier ist auch gerade was passiert. Noch ein paar Blutflecken. Was ist los, Hase? Wo bist du jetzt? Da oben kommt er und steuert geradewegs auf unsere Leute zu. Aber ich denke, mit dem Hasen sollten wir keine Probleme haben, oder? Na, wo bist du? Da kommt der Hase. Zack. So, ich mach kurz Pause, weil jetzt müssen wir mal ganz kurz, bevor der Hase hier richtig Stress macht, müssen wir in dem Hasen einen überbraten. Zack, das macht Chapman. Chapman geht hoch. Oh, Alter! Von wem? Random? Von euch? Nein? Hi! Alter Lachs, danke! Willst du ein Stück? Willst du ein Stück? Alter, geil mit Salami! Ja, nimm mir ein Stück! Wie? Ich frag, willst du ein Stück? Du sagst ja und nimmst dann doch keins, oder was? Geil, viel Spaß noch! Alles klar. Wir haben ja nur vielleicht für die Zuschauer, die sich vielleicht ein bisschen wundern, was hier gerade passiert. Aber es stehen gerade Leute hier vor der Tür. Die sind alle zu schüchtern. Und die sind alle sehr, sehr schüchtern. Ah, warte mal, was ist das denn? Den kenne ich doch. Okay, cool, lass dir schmecken und viel Spaß. Danke, viel Spaß euch. Viel Spaß bei euch. Tut mir leid, Leute, dass ich gerade nicht 100% meine Aufmerksamkeit euch widme. Ich bin gerade sehr irritiert. Wir haben hier, ja, danke. Das Lustige ist, hier steht drauf, von wem das ist. Von Jan Florian. Und in seinem Nachnamen ist ein Umlaut drin. Leider kann anscheinend dieses Kassensystem keine Umlaute abbilden. Dementsprechend. Aber ich kann mir denken, wer der Nachname ist. Dementsprechend ganz danke. Und der Mann weiß, welche Pizza ich mag. Danke, danke, danke. Oh, ja. Das ist also. Vom Timing her echt nicht schlecht gewesen, du. Das muss ich mal sagen. Das war sehr gut getimt. Ich habe nämlich derbe Hunger. Au. Oh. Hm. Tut mir leid, Leute. Aber irgendwie freut ihr euch doch auch. Ich meine, ihr seht ja. Wollt ihr die nochmal sehen? So in Nahaufnahme. Hm? Ist das nicht gut? Seht ihr, wie sich diese Salami hochwölbt? Das sieht genial aus, oder? So, lass uns weiterspielen, oder? Ja, das geht. Das geht gut. Hm. Oh, shit. Während ich mir hier die Pizza reinpfeife, ist unser Hund an... Wie sagt man? Ist verhungert. Ja, Sun sagt auch gerade, ich soll mal auf den Hund aufpassen, aber der ist gerade verhungert. Oh, nein, der Hase! Wir haben alles vergessen, schon wieder. Jetzt haben wir ein Problem. Also, sagen wir mal so. Das Positive ist, ich habe eine Pizza. Das Negative ist, deswegen ist unser Hund tot und unser Hase knabbert Ledge an. Und Ledge hat nur einen Revolver. Da müssen jetzt alle einmal ganz kurz... Alter, Balthasar ist auch schon angeknabbert. Der Hase macht uns fertig. Schnell raus hier. Ey, Ralf, willst du eine Pizza? Ja,
Ach so, meinst du es durchfettet, ne? Ja. Ja, stimmt. Ja, der ist schon ganz geil. Der Raphael ist da. Und weist auch gerade darauf hin, dass es sehr unklug ist. Wir haben ja diese neuen Bezüge, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Aber die sind schon ganz, die sind viel besser als die alten, ne? Die waren bestimmt auch 2 Euro teurer. Also doppelt so teuer. Und, ne? Also, mal ganz, also. Fällt mir nur auf, ne? Und wenn man da jetzt hier das so raufstellt, haben wir alle schon erlebt, zipscht das unten durch. Ganz neu. Wer ist der Erste, der die Fettkopf? Ja? Der Erste, der Zweite. Okay. Der Raphael sagt gerade, ich wäre der Erste, der einen Fleck drauf macht. Und erkennt plötzlich, dass er Motivation in mir weckt, da einen Fleck drauf zu machen. Aber, nun gut, nein, die habe ich nicht. Wir kümmern uns wieder um RimWorld, das uns wieder komplett über den Kopf wächst. Chapman, alle rein. Wir müssen jetzt hier Attack on the Rabbit. Ledge, geh mal bitte schnell raus. Schnell raus, schnell. Ledge, schnell raus. Der Hase ist gefangen. Aber nein, neuerdings schließen diese Holztüren nach der neuen Version sehr langsam. Ich glaube, der Hase kommt mit raus. Ah nein, doch nicht. So, und jetzt steht Chapman da mit seiner Hunting Rifle, schießt auf den Hasen. Ledge geht in Position. Falls der Hase umdreht, bam, daneben. Balthasar, kommt rein mit gezücktem Messer. Wird auf den Hasen sofort zurennen. Wir kennen da gar keine Gnade. Er ist eh schon verletzt. Noch ein Hasenbiss mehr oder weniger, ist auch egal. Und von hinten. Zack. Und jetzt steht er richtig gut hier in der Schusslinie von Chapman, der schon wieder ansetzt. Chapman muss die Position wechseln. Ledge kommt von hinten, um den Hasen in den Hinterkopf zu ballern. Jawohl. Und. Nein. Ledge schlägt mit bloßen Fäusten auf den Hasen ein. Chapman schießt nochmal. Und der Hase ist tot. Mann, oh Mann, da ist viel passiert. Kurze Pause möchtest du machen? Gerne. Sagt der Paul aus der Regie. Und ich sagte gerne. Wart dabei, ne? Habt ihr gerade mitgekriegt. Unnötig zu wiederholen. Also ab in die Werbung. Bis gleich. Zeuge einer Tragödie sind wir gerade geworden bei RimWorld. Wir können ja gerne direkt mal reinschauen. Das Spiel ist kurz danach angehalten worden. Wir haben Tote zu beklagen. Mehrere. Zwar alle nur animalischer Natur, wie dieser Labrador Retriever und dieser lustige Hase, der Grund war dieser Tragödie. Alle sind einmal angeknabbert worden. Ledge hat 3 Hasenbisse. In den Torso, ins linke Bein und in die linke Hand. Alter, der Hase muss an hier rauf und runter gesprungen sein, hat sich überall verbissen. Bei Balthasar sieht's ähnlich aus. Oh, der hat eine Prothese der rechte Arm ist eine Prothese. Na gut. Hat den linken Arm gebissen. Ja. Was machen wir da jetzt? Ich würde, wo wir gerade dabei sind, einmal ganz kurz sagen, bitte benutzt nicht diese richtig geile Medizin, die wir hier haben. Sondern macht mal alle hier einen auf Herbal, okay? Hier homöopathische Mittel verwenden. Ein paar wachsen hier vorne schon, aber diese kleinen Hasenbisse, dafür brauchen wir nicht diese super wertvollen Medizinpackungen, okay? Ups, kleiner Rülps auf. Uiuiui. So, ich würde sagen, ihr geht ja automatisch ins Bett, oder? Ich mache euch hier mal. Das ist jetzt. Na, das ist Medical Beds. Und müssen die ganz kurz. Zack, und weiter geht das Spiel. Balthasar legt sich hin. Wer war unser Doktor? Das war Chapman. Und Chapman ist der Einzige, der nicht verletzt ist. Das ist aber eine gute Nachricht. Also wirklich Chapman, nach dieser kleinen Mahlzeit, die ihn sehr gut drauf macht. Ja, er kümmert sich sogar automatisch um Balthasar, weil wir das hier alles richtig eingestellt haben. Mit Priorität 3 direkt hier am Anfang. Nichts ist wichtiger. Deswegen wird Chapman jetzt hier einmal kurz verbinden. Der linke Arm ist verbunden, Qualitätslevel 23%, gar nicht schlecht. Dann greift Chapman kurz mal was zu essen, um dann Ledge zu verbinden. Ich hoffe, er verbindet sie nicht mit Essen. Aber das war ein bisschen komisch. Wieso hast du dir jetzt zwischendurch kurz das Essen geholt? Du isst es ja nicht. Das nimmt dir keiner weg. Hier sind noch 33 Portionen, Chapman. Ja gut, die Hasenbisse, das sind ja mehrere, das dauert jetzt ein bisschen länger. Ledge, ich hoffe, ihr kriegt keine Infektion. Wir spulen vor. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Dann müssten wir wahrscheinlich auch die teure Medizin zücken, wenn wir jetzt hier eine Infektion ausbilden. Und
Was mir auch gerade auffällt, wir haben die Schlafzimmer fertig. Wir könnten hier eigentlich auch direkt mal ein Bett abreißen. Damit, wem gehörte das? Damit Chapman, wenn er müde ist, direkt mal hier in seinem neuen Schlafzimmer pennt. Und morgen früh als erstes kriegen alle so wunderschöne, individuell angefertigte Holzbetten. Nämlich eins hier und eins da. Und alles ist gut. Dann haben die was zum Schlafen. Was machen wir mit dem Hund? Den essen wir, oder? Ich meine, was bleibt uns anderes übrig? Können wir ihn begraben? Können wir Hunde begraben? Ich meine, so viel gebondet haben wir jetzt mit dem Hund nicht. Also, wir müssen mal gucken, ob überhaupt jemand eine Beziehung zu diesem Hund hatte. Ledge hat keine. Chapman auch nicht. Nein, es ist allen scheißegal, dass Stabber, unsere Labrador, draufgegangen ist. Aufgrund von Vernachlässigung. Er ist verhungert. Ja, warum wohl? Weil keiner sich um ihn gekümmert hat. Allen egal, der Labrador gewesen hier. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, da liegt ja noch ein Hase. Das ist auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir bauen gleich mal, wenn die aufgewacht sind, nochmal einen schicken Butcher-Table. Dann können wir die nämlich schlachten. Butcher-Table aus Holz, bitte. Und was halten wir davon, wenn wir... Nochmal eins, zwei. Wenn wir hier einen Viererraum haben, haben wir da drei. Eins, zwei. So. Ne, eins, zwei, drei. Und so. Ja, hier würde ich den gerne hinhaben. Dann nehme ich hier nachher die Mauer weg, sitzt daneben noch eine Kochstelle und dann können wir hier in den Berg... Das ist eine gute Idee. Den Kühlschrank bauen. Ja, ja, das kann nur eine kluge Idee sein. Ja, die Betten sind fertig gebaut. Das heißt, wir können unsere Feldbetten hier einfach mal abreißen. Ledge pennt da gerade drin, aber egal, komm. Unterm Hintern weg, abgerissen. Jetzt können wir schlachten. Das müssen wir mal kurz noch hier einstellen. Weil da hat das Ding fertig gebaut. Bitte alles schlachten, was es zu schlachten gibt. Zu jeder Tageszeit und immer. Wer ist unser Schlachter? Das wäre der Koch und das ist Chapman. Das heißt, Chapman müsste sich jetzt bald auf den Weg machen und in dieser Sekunde ist es soweit. Und Chapman schlachtet als erstes unseren Labrador Retriever. Und wenn das geschlachtet ist, müssen wir ihn eigentlich auch schnell verarbeiten, ne? Den Labrador, das Fleisch. Deswegen lass uns schnell hier die Kochstelle bauen, damit das da reinpasst und gleich verarbeitet werden kann. Wie lange haben wir Zeit? 2 Tage. 2 Tage darf das Fleisch rumliegen, dann ist es verdorben. Gleiches gilt beim Hasenfleisch. Ein bisschen weniger Hasenfleisch. Ein Labrador hat offensichtlich laut Rimworld 3-mal so viel Volumen an Fleischvolumen wie ein Hase. Kommt hin, ne? So. Oh, wer ist das? Ich guck nicht hin. Ist das Booty? Es ist tatsächlich Booty. Ich habe gerade schon überlegt, ob wir spekulieren, ob du dich an dein Messenstück. Nee, danke, das gibt mir. Ob du dich an dein Versprechen hältst, genau. Ich beiß noch mal kurz rein. Budi. Wie geht's dir? Erzähl mal kurz. Eigentlich geht's ganz okay so, ne? Ich rück mal rüber, ne? Was ist die hier da? Haben die drei überlebt, sag mal? Ja, unser Hund ist tot. Euer Hund ist tot? Ja, mein Hund verloren. Fuck. Es war so ein Labrador-Retriever. Ich hab den gesehen. Ja. Neben der Kotze. Hat sich keiner um ihn gekümmert. Also, wie, echt? Ja, du warst ja nicht da. Ich kann mich hier nicht um alles kümmern. Ja, wie? Jetzt hab ich das. Ich hab den Hund auf dem Gewissen? Jetzt schon? Ja. Ja. Budi, du hast den Hund auf dem Gewissen. Naja, komm, gucken wir mal. Aber, Budi, wenn du bereit bist, würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Ja, bitte. Um die Zukunft unserer wunderschönen Siedlung mitzuentscheiden. Ich weiß nicht, ich bin der falscheste Mann dazu, aber ich bin da bereit dazu. Ja. Das ist das Gute an Rimworld. Die falschesten Männer sind die besten Männer für das Spiel. Sagt Donald Trump auch. Für Amerika. Das ist tatsächlich so. Du kannst so gut wie alles machen in diesem Spiel. Ja. Und ich gebe dir mal ganz kurz den Status Quo. Ja. Ups. Also, fremde Welt, Crash landet, 3 Leute, 1 Typ, 2 Frauen, alle Anfang 20, sehr attraktiv. Ja. Gab auch schon einige Flirtversuche und so weiter hier, man kann das immer ein bisschen beobachten. 2 Frauen, 1 Mann oder anders? Genau, Chapman ist der Mann, Ledge ist eine Frau und Balthasar ist auch eine Frau. Ja.
Die war früher mal... Industrial Orphan. Was ist denn ein Industrial Orphan? Ja, weiß ich nicht. Also, was heißt ein Orphan auf Deutsch nochmal? Oh Gott! Ein... Waisen. Waisen, ein ja. Ein Adoptivkind. Nee. Eine Waisen. Ein Waisenkind. Ja, ein Waisenkind. Ein Waisenkind. Ein ja, vielleicht war sie keiner Firma zugehörig. Ja. Leichter als das, was sie als Erwachsene gab. Sie war ein Navy Scientist. Ja, siehst du mal. Ja, das nur am Rande, aber das sind so die kleinen Dinge. Ja. Wie du siehst, wir haben einen kleinen Raum, den wir gerade aus Holz hochgezimmert haben auf diesem Planeten hier. Schön, ja. Und schon mal drei kleine Schlafkojen, die sehr, sehr klein sind gemacht. Wir bauen ein bisschen Reis an, der an einigen Tagen geerntet werden kann. Gleiches, ja. Aber etwas später trifft auf die Kartoffeln zu. Müssen sie einzelne Zimmer haben? Ist das für ihren ja. Geisteszustand wichtig oder was? Das ist wie in echt. Das ist wie in echt. Ja. Ungern schläfst du mit anderen Leuten. Du brauchst schon deine Ruhe abends, das gibt Plus auf die Moral. Ja, weiß ich. Also Sartre, geschlossene Gesellschaft, kennst du das? Nein. Da kommt dieses Zitat her, die Hölle, das sind die anderen. Okay. Das sind zwei Frauen, ein Mann in einem Raum. Es stellt sich heraus, das ist die Hölle. Es gibt drei Sofas, unterschiedliche Farben. Und das war's. Das ist die Hölle. Und eine Tür. Okay. Aber diese Tür geht nie auf. Okay, können wir nachbilden. Ja, ne? Ich wollte das bei The Sims damals mal machen und gucken, was mit den Menschen passiert. Ah, okay. Naja, lass uns so viel zu Sartre. Kommen wir zurück. Okay, alles klar. Das heißt, drei Betten. Mhm. Wir bauen was Schönes an. Mhm. Und wir gucken hinzu, was so passiert. Und wenn dir irgendwas auffällt, so. Ja. Jetzt gerade gehen sie schlafen. Das ist natürlich nicht so spannend. Nachts, ne? Ja. 30 C ist das die 30 Temperatur? Grad, ja. 30. Draußen haben wir 30 Grad. So warm ist das da. Das ist da gerade sehr warm. Ja. Und Chapman ist gerade schon durchgedreht, weil er so schwitzig war deswegen. Deswegen ist er durchgedreht? Ja, im Zusammenhang mit so ein paar Rebuffs, also so ein paar Körbe, die er bekommen hat von dem einen Mädel, weil er sich schon an sie range... Ja, aber vielleicht liegt es also mit dem Schweiß. Also kann man ihm nicht... Was war denn seine Vergangenheit? War er Schweißer? Ach so. Hier steht noch, ja. Nicht schlecht, Budi. Auf Englisch funktioniert er leider nicht. Ja. Er ist hier sehr sweaty. Minus 4 gibt das auf die Laune. Und hier siehst du die Overall-Laune. Die ist noch ganz okay. Okay. Ist okay. Also hier kann man schon mal ein bisschen durchdrehen. Eigentlich müsste die jenseits des letzten Striches sein. Ja. Den anderen geht's relativ gut. Oh, geht. Es ist okay. Für dieses Spiel ist das normal. Awful Bedroom. Ja. Alter, da steht minus 3 auf 8 without a table. Also man hat nicht am Essenstisch. Mhm. Schlimm, ne? Da gibt's auch Memes zu, wie Leute... Without a table. Das ist in diesem Spiel ein leichter, kleiner Running Gag, dass die Leute das so durcheinander bringt, wenn sie nicht am Tisch essen. Ach, ey, ist auch nicht wahr, sein, ey. Ja, aber was, erzähl doch mal, Budi. Du bist jetzt auf einem fremden Planeten, Crash landet, ja? Ja. Ich weiß ja nicht, ob dir das schon mal passiert ist und du da weggekommen bist oder so. Ja. Aber stell dir vor, es wäre so, was würdest du versuchen? Also ich meine, du hast da Holz, anscheinend ist das relativ lebensfreundlich da, die Temperatur ist bei 30 Grad, Sauerstoff ist da, du musst dich eigentlich um diese Standardsachen keine Gedanken machen, es ist wie eine zweite Erde. Ja, First World Problems generieren halt, ne? Also da haben sie ja jetzt schon so. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich erstmal anfangen, so Stück für Stück, deren Haupt-Need sozusagen, das, was sie am ehesten brauchen, auch herzustellen, um sie dann gegenseitig wahnsinnig werden zu lassen. Ja. Also eine Klimaanlage ist wichtig, ein Tisch. Okay. Scheinbar. Fangen wir an mit Klimaanlage. Ja. Dann bauen wir eine Klimaanlage. Wie würdest du denn jetzt die Klimaanlage bauen? Also ich meine, wir haben jetzt hier diesen Raum, wir haben diese Räume, wir werden noch weiter bauen. Die Klimaanlage verbraucht sehr viel Strom. Ich meine, wir sind aber wir können eine Klimaanlage bauen, oder? Ja, natürlich. Wir können eine Klimaanlage bauen, wir können Strom generieren. Also man kann wirklich eine ganze Menge machen. Aha. Aber wie du dir vorstellen kannst, ist Strom hier jetzt nicht, was vom Himmel fällt. Also man muss schon aufpassen mit den elektrizitätsverbrauchenden Gegenständen. Aber wir bauen jetzt eine Klimaanlage. Tatsächlich. Und du möchtest natürlich, dass es drin kalt ist. Ja, schon. Ne? Die soll schon kühlen, ja, schon. Also ich meine, jetzt ist irgendwie Tag und es ist 24 Grad und nachts ist es 30 Grad. Seltsamer Planet. Ja, es kommt ja halt noch der Winter, ne? Und dann, ach so. Aber dann können wir theoretisch können wir die Klimaanlage im Winter einfach ausschalten und heizen mit Feuer oder mit Heizlüften. Ja, Feuer ist auch schön, oder nicht? Ja, cozy. Auf jeden Fall. Ja, total cozy. Da kann man sogar kochen. Hier, siehst du mal. Oh, das machen wir gleich. Oh, nee, okay, pass auf, ich baue erstmal deine. Willst du die hier hin? Also warte mal kurz. Wie viele Ressourcen haben wir denn? Weil Essen ist erstmal das Wichtigste. Liebe geht durch den Magen und wir wollen natürlich, dass sie sich reproduzieren. Ja. Dass der Chapman seine Pankerfriese so häufig wie möglich reproduzieren kann. Sowohl mit Balthasar als auch mit Latch. Ja. Das heißt eigentlich, deswegen kam ich auf die Klimaanlage, damit er nicht mehr so schwitzt, damit er zeugungsfähiger wird. Wisst ihr? Ja, selbstverständlich. Ja, also aber Essen ist vielleicht auch nicht schlecht. Essen ist auch nicht schlecht, aber wir kommen jetzt, ich sag mal so, 5 bis 10 Tage kommen wir jetzt erstmal rum mit diesem rohen Fleisch, was wir haben und diese Survival Meals. Mhm. Aber wir haben noch keine Kochstelle.
die könnten wir theoretisch bauen. Mhm. Dass wir dieses Fleisch in ein hübsches Fleisch. Kein, dass wir kein rohes Fleisch essen, sondern dass wir, ne, ein schönes, ja, gebranntes Fleisch. Ja, okay, dann eine Kochstelle, guck mal. Okay, eine Kochstelle. Eine schöne Kochstelle. Also willst du einmal nur an einem Feuer kochen oder willst du richtig einen Herd haben? Nein, Kochstelle reicht erstmal. Oder? Ich kenne die Fähigkeiten, Electronics. Also es gibt drei Möglichkeiten. Einfach nur ein Feuer, ja, dann eine Kochstelle, die mit Holz funktioniert, und eine Kochstelle, die mit Strom funktioniert. Erstmal eine Kochstelle, die mit Holz funktioniert. Okay, alles klar. Aber Holz gibt es ja erstmal eine Menge. Ne? Strom kümmern wir uns später. Wir bringen die erstmal, ne, erstmal leicht anfangen, würde ich sagen. Warte mal, ich glaube, ich habe gerade Fuel Stove, Electro. Ja, da ist er. Fuel Stove, das ist er. So, da ist deine. So, die wird jetzt gebaut. Oh, das ist eine spannende Mucke, ey. Das ist total spannend. Ey, du spielst das ja, ne? Das ist mega, viele Leute wollen auch, dass du unbedingt endlich weiterspielst, was mit Rimworld irgendwie. Und ich hab auch ein bisschen Bock drauf. Auch. Ja. Ich habe Factorio neulich mal wieder angefangen. Factorio habe ich letztens auch probiert wieder, aber es wird zu anstrengend. Ne? Ja, es ist zu anstrengend. No Man's Sky habe ich gestern nochmal ausprobiert. Alter, das, Jahren. Das Kind ist so tief im Buch. Nee! Hör auf jetzt! Mega! Es hat echt, sehr, sehr Spaß gemacht. Hör auf jetzt! Okay. Ja gut, du hast Rimworld. Okay. Also, deine Kochstelle ist fertig. Ich würde sagen, wir stellen gleich mal ein, dass wenn es was zu kochen gibt, dass das dann auch gleich abgekocht wird. Ja. Und, kann man auch sagen, wer kocht? Ja, kann man auch sagen. Dann lass nur Chapman kochen. Okay. Das ist zufälligerweise auch von mir vorhin so eingestellt worden, durch Zufall. Ja, das ist doch gut. Ja. Also, du hast ihm 3 Punkte auf Kochen gemacht. Oder? Nee, ich habe seine Priorität. Das ist relativ komplex hier. Mhm. Links hat mehr Priorität als rechts. Und eine höhere Zahl hat weniger Priorität als eine kleine. Ah, okay. Das heißt, wird zu Wort Fire gefightet, weil das 1 hat und ganz links ist. Mhm. Und, ja, also ja, reicht, schon, ne? Ja, ne? Ja. Das ist ganz geil, das Konzept. Und Chapman, dadurch siehst du hier, der ist ein bisschen blau, der ist gerade ein bisschen durchgedreht. Chapman is wandering around in a psychotic state. Final straw is rebuffed. Er bändelt die ganze Zeit und flirtet mit Balthasar. Und Balthasar hat überhaupt keinen Bock auf Chapman anscheinend. Und ständig kriegt er hier diese Minimal Responses. Und es ist, ne, weil da ist er keinen Bock da drauf. Mag ihn aber noch. Vielleicht muss man irgendwie, die müssen gar nicht miteinander reden, die müssen einfach gemeinsam eine Aufgabe haben. Wie zum Beispiel, geht gemeinsam Holz fürs Kochen besorgen. Und der Chapman kocht ihr dann was Feines. Was war das denn? Irgendwas, ein Meteorit ist gerade runtergekommen. Oh, ein Meteorit aus purem Eisen. Nichts Schlimmes, richtig geil. Das können wir später mal abbauen. Hier ist Stahl. Oh, direkt vor der Tür! Ja, nice. Das ist eine coole Ressource, können wir gut gebrauchen. Ja. Und, was wolltest du gerade sagen? Dass die zusammenarbeiten? Ja, dass sie einfach mal zusammen irgendwie Holz fällen gehen, zum Beispiel, fürs Kochen. Ah, ich glaube, das ist eher so eine tieferliegende Sache. Ich glaube, das hängt einfach, das ist so ein grundlegend. Ich will einfach nicht. Ja, du kennst es doch. Also, wenn du eine Person siehst, weißt du doch von. Ich habe auch gelesen, Frauen entscheiden innerhalb der ersten 2 Sekunden, ob sie mit einem Partner, also beziehungsweise mit einer Person schlafen oder nicht. Das machen Männer genauso, nur sie sagen halt immer ja. Ja. Geht nur, ja. Ja. ist was dran, ja. Und ich glaube, diese Entscheidung hat schon stattgefunden. Ja. Und die sind ja schon, da siehst du, die sind sehr dicht aufeinander. Ich glaube nicht, dass das die Lösung wäre. Ich glaube, also bei Sartre nochmal zu zitieren, ja, eine Frau war unsterblich, die andere war verliebt. Die andere Frau war wiederum in den Mann verliebt, aber der Mann war wiederum in die andere Frau verliebt. Das ist also ein Drama. Ja, genau. Mhm. Vielleicht können wir das auch. Nee, warte mal, da ging es negativ aus. Ja, Love Triangles gehen meistens negativ aus. Also ich habe noch nie, oder? Gibt es da einen Film drüber, wo das am Ende alles richtig geil ist? Naja, Pornhub halt, ne? Das ist ein ganzes Imperium hat sich aufgestellt. Ich meine, was 45% des Internetkonsums gehen auf Love Triangles? Ja, das stimmt. Was ist mehr als Triangle? Love Viereck, Love Pentagon, Love Hexagon. Da gibt es so einige Love-geografische Formen. Komm, wir gehen wieder zurück zu Rimworld. Wirklich? Okay. Oh. Wir schlagen uns sehr gut, Buddy. Ich spule mal ein bisschen vor. Ja, weil eigentlich aber wir haben noch nichts gemacht, oder? Doch, also eigentlich ist das ein Aquariumspiel. Also das ist sehr indirekt, du kannst ihm keine direkten Nachrichten geben. Oh, und es passieren Dinge, wie zum Beispiel jetzt ein Worst Case, ja. Zum Beispiel jetzt ein Worst Case, ja. Ein Raid. Wir gucken mal, was passiert. Es kommen Leute, hier kommt jemand. Oh, Alter, der sieht böse aus. Das ist Purple, das ist tatsächlich ein 48-jähriger Typ vom Sandler of the Stone Clan. Ja. Und, boah, der kann ziemlich gut schießen, hat aber eine Keule in der Hand. Er ist dumm von ihm halt natürlich, ne? Ist mega dumm von ihm. Nicht wirklich weit.
in der Entwicklung auch. Es ist sehr nervös. Ja. War ein Höhlenkind und ist jetzt ein Scout. Ja. Und ja, der greift uns an, gucken wir mal, was passiert. Wir verteidigen uns natürlich gegen ihn, uns bleibt nichts anderes übrig. Und ja, warten mal ab. Der kommt, der ist aber jetzt weit weg, ne? Ja, ja. Aber was haben wir denn zur Verteidigung? Holz? Nö, wir haben tatsächlich Waffen von Anfang an, sind die mit unserer Kapsel runtergekommen. Chapman hat tatsächlich einen Hunting Rifle schon. Alter! Balthasar hat ein Messer und Letch einen Revolver. Und könntest du die Waffen austauschen? Könnte Chapman jetzt zum Beispiel zu Balthasar gehen und sagen, hier, my love, from my sweaty palms. Könnte man machen, aber ich habe die Waffen schon aufgeteilt. Ah, okay. So, dass nach Skills. Das, genau, nach Skills. Hier ist unser einziger Unterhaltungspunkt. Ich habe hier einen Stock in den Boden gerammt. An denen kann man, die haben seltsamerweise Hufeisen auf diesem fremden Planeten, aber die spielen ja mal Hufeisen. Weißt du, wie heißt das auf Deutsch eigentlich? Was, wie heißt das? Dieses Hufeisenspiel. Alter, ja, da in Texas Hufeisen werfen. Hufeisen werfen, ne? Das spielen die super gerne hier. So, wir warten, bis der böse Junge kommt. Wo ist der? Da oben. Purple. Aber können wir den nicht assimilieren? Vielleicht ist das, vielleicht verliebt sich Balthasar gegen ihn, in ihn. Können wir machen, aber der Typ rennt jetzt auf uns zu und will uns töten, wenn wir mit ihm, also wir können jetzt nicht mit ihm reden, in diesem Fall. Also wir können ihm keine Konversation aufzwingen, wenn er jetzt gerade seine, er will uns gerade einfach nur töten. Können wir den einbauen? Ist das möglich? Können wir eine Falle bauen irgendwie, sodass der wie so ein Tower Defense spielt? Ja, ich weiß, was du meinst, aber das wäre ähnlich schwierig wie eine Dyson Sphere, weißt du? Weil du müsstest, der Typ bewegt sich und du hast nicht genug Ressourcen und genug Leute, um einen Typen jetzt mal eben einfach kurz einzukonstruieren. Da ist das schon realistisch genug, dass du, ohne dass es merkt, jetzt den Typen. Mit Tieren könnten wir das vielleicht machen. Ja. Oder wenn wir mehr Leute haben. Aber da ist er schon, Budi. Und jetzt pass mal auf, ich versuche uns mal kurz zu verteidigen. Ja, Fido. Das Problem ist, Chapman, unser Typ mit der besten Waffe, ist immer noch total bekloppt. Das heißt, jetzt muss Balthasar rauslaufen, zusammen mit Ledge. Die stellen sich beide hier vorne hin. Ja. Sie kommen, alles klar. Chapman, old Chapman. Kann der nicht nach vorne gehen oder kannst du ihn gerade nicht steuern? Chapman kann ich gerade nicht steuern. Ach echt, weil er durchgedreht ist? Das ist wirklich so alles, was... Oh nein, er greift Chapman an! Ja, das Doofe ist, die Tastatur funktioniert nicht, dadurch kann ich nicht... Wie, die Tastatur funktioniert nicht?! Ja, neben dem Bildschirm und der Maus, die ich gerade austauschen musste. Ernsthaft jetzt? Ja, siehst du, das Ding, das ist mega dunkel und es kriselt überall. Das Spiel ist normalerweise viel heller. Chapman wehrt sich nicht mal! Aber Chapman hat eine Rüstung an. Und jetzt auch mit dem Messer, Balthasar. Jawohl. Nein, Chapman ist bewusstlos. Nein, nur bewusstlos. Okay. Oh, beide bewusstlos. Auf Pause. Entschuldigung. Okay, alles gut. Kannst du Balthasar nicht sagen, vielleicht hilft dir das? Wenn Balthasar jetzt Chapman rettet. Wie retten wir ihn jetzt? Wir verarzten ihn am besten. Ja, ne? Der ist ja, sagen, ja. Wir gucken mal, wie geht's denn Chapman? Chapman hat ein Bruch, am Spine, Rückgrat, Wirbelsäule, ein Bruch. Ist nicht so geil, oder? Ja, was ist Radius? Ist das hier Schlüsselbein? Weiß ich nicht. Weiß ich auch gerade nicht. Ahnung. Right Arm ist blauer Fleck und Torso auch zwei blaue Flecken. Sehr viel Schmerzen. Okay, ja. Left Leg destroyed, er hat sein Bein verloren. Mhm. Er hat sein Bein verloren, dieser, okay, das ist natürlich hart, wir können ihm Halsbein, müssen wir gleich gucken. Er schwitzt aber nicht mehr. Ja, das stimmt. Hingegen, der Typ, der angegriffen hat, hat verschiedene Schüsse abgekriegt. Ja. Der ist mit dem Knife, ja. Der lebt aber noch. Er blutet 400%. Das heißt, er ist in einem Vierteltag tot. Ja. Also, unsere Möglichkeiten, die ich vorschlagen würde, wollen wir jetzt versuchen, beide zu retten. Weil du wolltest ihn ja assimilieren. Und das könnte man vielleicht darüber regeln. Weil jetzt will er uns ja nicht mehr töten. Wir haben ihn ja schließlich bewusstlos geschlagen. Ja, also, wir könnten einfach einen Raum um die beiden bauen. Ja. Könnten wir machen, aber wir können ihn auch sie einfach in bestehende Räume tragen. Ja, wieso willst du alles um die Leute rumbauen? Guck, ja, macht man das nicht so? Ich habe gedacht, so nein, macht man das. Wir haben hier einen Raum. Wollen wir ihn nicht da hintragen, anstelle, dass wir jetzt hier um ihn einen Raum bauen? Okay, ist ja okay. Machen wir, ne? Ich gebe dir recht. Wir sagen mal ganz kurz Chapman, dass das jetzt ein Medical Bed ist. Und willst du wirklich den Typen jetzt hier in das Bett von Balthasar und Ledge legen? Alternativ könnten wir hier so ein Feldbett hinbauen. Aber dann in die Kochstelle, oder? Ja, du entscheidest. Ich entscheide. Wir können ihn auch draußen hinlegen. Wir müssen ihn aber nur eine dedizierte Schlafstelle gleich erstmal besorgen, damit er mal verarztet werden kann. Entscheidend. Ja, okay, dann komm, dann erstmal verarzen, dann erstmal, weil der ist jetzt in 6 Stunden tot, ne? Dann machen wir direkt erstmal hier so ein Notfalllager auf. Okay, dann machen wir ein Notfalllager. Ja. Wohin? Ja, dann da hier auch in unser Haupthaus einfach. Hier rein? Ja. Okay, zack. Dann das Notfalllager. Oder macht er dann drin alles kaputt oder was? Mal gucken. Ja. Also noch ist er ja so bewusstlos, dass ich nicht glaube, dass der ist jetzt immer für einen Tag deaktiviert. Und du sagtest,
Also Balthasar soll jetzt Chapman genau. retten, ne? Okay, ja. Dann sagen wir das Ledge, dann gehen wir da mal kurz rein. Capture. Warte ganz kurz noch. So, jetzt geht das. Nice. Guck mal, du siehst Balthasar richtig an, wie das Band zwischen ihr und Chapman auch... Ja, ne? Man sieht, dass sie wirklich gerade konzentriert ist. Jetzt gerade passiert da was zwischen den beiden. Okay, wir müssen mal... Wer war jetzt nochmal der Doktor? Das war natürlich Chapman. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir gucken, jetzt müssen wir kurz Ledge sagen, dass sie Doktor ist. Ja. Weil sie ist hier gerade noch wach und sie ist zwar richtig scheiße als Doktor, das sieht man hier, sie hat Doktor... Das ist Medical 4, ist super. Oh ja, das geht. 4 geht. 4 ist 20 super. Ist Max. Oh, echt? Ja. Wen zuerst? Ja, Chapman kommt. Chapman stirbt in 6 Stunden, Purple in 5. Ja, aber das reicht. Chapman. Das reicht. Wir kriegen beide. Ja, das kriegen wir hin. Wir machen erst Chapman. Wollen wir teure Medizin verwenden oder sollen wir das versuchen, so Herbal zu lösen? Ich würde empfehlen, das kriegen wir noch Herbal hin. Wenn du das sagst, ich kenn jetzt die ich wäre schon schade, wenn jetzt einer drauf geht. Ja, du hast recht und er hat sein Bein verloren. Wenn wir das jetzt nicht. Okay, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie so eine Wurzel drauflegen können. Nee, du hast recht. Ich hätte sogar gar nicht, wir haben nicht mehr Wurzeln. So, ganz kurz. Zack, das wäre erledigt. Und los geht's. So, okay. Ledge regelt das jetzt. Ja. Geht jetzt ins Lager, holt sich verfügbares Verbandsmaterial. Das ist sehr wertvoll. Das wir da aber haben. Sie geht einfach über Purple drüber. Einfach, er liegt schon im Bett und sie trampelt einfach auf ihm drauf. Das ist ein bisschen komisch, ja. Aber sie hat es halt auch eilig. Also, es geht hier um das Leben von Chapman. Und ich glaube, Purple hat Interesse daran, dass Chapman schnell Fazit ist, weil auch Purple nur noch 5 Stunden zu leben hat. Alter, ey. Ja, ich spule ein bisschen vor. Ja. Das dauert ein bisschen. Wir können hier zuschauen. Da siehst du, dass die verschiedenen Wunden jetzt bearbeitet werden. Ja. Extreme Break Risk. Wer denn? Steht da. Oh ja, das ist Chapman, kein Problem. Wenn Ledge das jetzt hätte, dann hätten wir ein Problem. Okay. Aber Chapman hätte es ja immer. Chapman ist leicht. Der war ja schon im Arsch. Psychische Probleme, ja. 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 Okay, noch 3 Stunden für Purple. Ich habe die Maus hier ganz. Oh, zack, schnell auf Pause. Und Purple. Wie sieht's da aus, Budi? Wollen wir da wieder teure Medizin verwenden? Ja, oder okay. Komm, machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Ich weiß ja nicht, was mit dem Kollegen passiert, aber vielleicht können wir ihn nachträglich noch irgendwie essen oder so. Das können wir tatsächlich. Wenn das nicht, wenn wir merken, das wird nichts irgendwie. Das ist alles im Rahmen des Möglichen. Das Problem ist nur, dass Kannibalismus nicht unbedingt so die präferierte Art der Ernährung ist hier. Und die dann ist das kulturell? Ist das so kulturell? Finden die nicht so geil? Also es gibt verschiedene Charaktere und einige haben tatsächlich einen Kannibalismus-Perk in diesem Spiel. Ja. Oder es gibt Psychopathen, die haben einen Psychopathen-Perk, bei denen ist es dann nicht so schlimm. Aber ansonsten kann man das aber an Tiere verfüttern oder so. Plus Menschenleder ist sehr nützlich. Oh, echt? Ja. Was kann man denn aus Menschenleder? Alles. Androids. Das Gleiche, was. Ja. Nö, aber vielleicht ein Sessel. Schön. Wie ein Massagesessel kannst du dir bauen. Oder du baust ein. Was zum Anziehen. Du kannst dir ein komplettes Outfit aus Menschenleder bauen. Oh, das ist ekelig, ey. Das ist ein bisschen ekelig. Guck mal, was liegt denn da eigentlich draußen? Was ist da dieses Paket? Das ist ein Brief oder was? Nee, das ist Survival-Meal. Survival, genau, Nahrungsding. Und die haben überlebt. Das war relativ knapp. Wir haben aber die Blutung gestillt, wie du hier siehst. Alles wurde verarztet. Ja, und der wird jetzt hier mal ein paar Tage, ist es mitten in der Nacht, wir lassen es mal laufen. Ja. Das liegt jetzt hier, das war der Knüppel von dem Angreifer. Ja. Den schnappen wir uns. Das ist das Gewehr, das darf nicht draußen liegen. Du hast gerade gesehen, dass es hier jetzt schon 1% an Strukturpunkten verloren hat. Das ist nicht cool. Und das Essen soll ja auch nicht draußen liegen. Ja, klar. Wir haben ein bisschen Glück, dieses Survival Means, die sind sehr lange haltbar, aber mir fällt gerade ein, das Fleisch hier. Das hier steht es auch. Ne? Ja, müssen wir schnell machen, das in weniger als einem Tag. Problem ist, alle sind verletzt oder haben ein Problem. Unser Koch ist Chapman. Chapman liegt da. Wir sagen mal, alle dürfen gerade kurz kochen, ja? Ja, ja, aber können wir nicht erstmal einen Kühlschrank bauen, damit es einfach länger haltbar ist? Geht das noch? Das Kühlschrank bauen in so kurzer Zeit geht nicht. Das würde ein paar Tage jetzt dauern. Da müssen wir erst einen Raum ausheben oder bauen. Und dann kühlen. Und dann kühlen mit einer Klimaanlage. Diesen Raum zu bauen, dann kommt darauf an, wenn du einen Berg baust, würde es länger dauern. Ach, krass. Und ein Kühlschrank aus Holz ist immer blöd, weil der Holz geht schnell kaputt. Ja, nicht unbedingt ist das Problem. Aber er brennt schnell ab. Und wenn nur ein Loch im Kühlschrank ist, geht sofort die ganze Kälte flöten. Und es kann sein, dass wenn dein ganzer Vorrat in Gefahr ist, das willst du vermeiden. Wie viele Stunden hast du schon im Remote verbracht? Wie viele Stunden? Circa? Das weiß ich nicht genau. Aber schon auf jeden Fall ordentlich, oder? Wir können ja mal gucken, was bei Steam steht. Dazu müssen wir einmal ganz kurz rausgehen, Regie. Wollen wir einmal ganz kurz auf Vollbild gehen? Ich möchte jetzt gerade nicht raustabben.
Ach nee, die Tastatur geht ja nicht. Dann können wir nicht gucken. Das ist ein Witz, oder? Nein. Die leuchtet aber schön. Das kann doch nicht sein, ey. Ey, wenn du gerade da bist, kannst du vielleicht ja, einmal gucken, ob du das USB-Ding einmal woanders reinstellst. Du kennst es ja, diese. Ja. Manchmal musst du einfach nur einen anderen USB-Slot ja, und dann ja, geht ja. das. Es ist so, es ist wirklich so. Das Fleisch ist verdorben übrigens gerade in dieser Sekunde. Ach, das ist doch scheiße. Das war unser übrigens unter anderem unser Labrador, eines unserer Haustiere. Naja. Jetzt leuchtet sie nochmal schöner hier. Jetzt geht sie, danke, Budi. Da applaudiert er sich selber. Kriegst du von mir nochmal den guten Schulterklopfer. Dankeschön, Dankeschön. Und ich tapp einmal raus und wir gucken einmal, was Steam sagt. Weil ja. Steam sagt 550 Stunden, aber das finde ich unrealistisch. Aber ich kann mir gut vorstellen, ja. dass ich mal irgendwie den Rechner irgendwie 2 Tage hab laufen lassen und es nicht gemerkt habe oder so. Ja. Oder dass, keine Ahnung, du dabei einpennst oder sonst was. Ja! Das rechnet er ja alles mit. So ist das halt, ne? Ja. Okay, dankeschön. Interessant, ey. Ja. So. Nice. Aber du machst es ganz gut, Budi. Dankeschön. Noch also bisher, ich wollte gerade sagen, und ist sogar eine dazugekommen. Und wer weiß, wenn Purple jetzt vielleicht sogar cool drauf ist, vielleicht verliebt sich ja Balthasar jetzt auch in Purple. Oh shit. Was ist passiert? Disease, Infection. Oh nein! Wer denn? Purple. Oh, Purple. Okay, das ist nicht so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn das jetzt Chapman gewesen wäre. Aber wir müssen an der Stelle jetzt einmal ganz kurz überlegen, wie verfahren wir denn jetzt mit Purple? Also, wir haben hier sind zum Beispiel die Möglichkeiten. Ja. Wir können mit ihm interagieren, also jetzt gar nicht interagieren, ihn ignorieren. Ja. Erstmal kriegt er Essen und Medizin, das ist okay. Aber wir können ihn rekrutieren, versuchen zu überreden. Ja, das sollten wir tun, ja. Das sollten wir tun. Was ist der Unterschied zwischen Recruit Resistance und Recruit? Reduce Resistance steht. Genau, Reduce Resistance. Ja. Weil er hat, je nachdem, wie hoch die Resistance ist, dauert es länger, ihn zu rekrutieren. Ja, verstanden, ja. Und ja, wir können ihn exekutieren oder einfach freilassen. Aber du hast dich entschieden für Recruit und das ist auch keine schlechte Wahl, weil die Werte sind sehr gut. Ja, siehst du. Der kann alles, bis auf Crafting. Wir können ihn für alles einsetzen und wir brauchen Leute. Zu dritt sind wir. Alter, wie schnell geht er denn? Balthasar, was geht ab? Wieso ist Balthasar so schnell? Hat die Drogen genommen? Wir haben doch keine Drogen hier, oder? These, ey. Oh, guck mal, wie gut es hier geht. Ja, geht's richtig gut. Ja, weil sie gerade irgendwie viel. Ach ja, weil sie sehr lange Horseshoes spielt hier bis zum Anschlag. Siehst du, hier ist das. Ach, das ist das, ey. Ja. Ich finde das mega geil. Ich finde das richtig. Jetzt müssen wir einfach mehr Stangen aufbauen. Auch innen drin. In den Schlafräumen. In den Schlaf. Jeder seine aus dem Bett Horseshoes heraus. Spielt. Das ist gar nicht schlecht. Könnten wir theoretisch machen. Die sind sehr günstig. Ja. So, Budi, du wolltest einen Kühlschrank bauen, ja? Ist das unsere nächste Agenda oder meinst du, dass dir was anderes einfällt? Ja, so oder so, wir müssen ja irgendwie an Essen rankommen, ne? Du hast ein ja bisschen dunkel, oder? Ist sehr dunkel, ja. Auf der Lampe. Ist es das, wo du mich hinleiten möchtest? Ja, ich überlege, im Grunde kannst du machen, was du willst, aber ich denke auch, dass vielleicht für die Zuschauer jetzt gerade ganz gut ist, wenn wir mal ganz kurz Licht machen, weil es gerade sehr, sehr dunkel ist. Ja! Lass uns mal kurz mal Licht machen. Das ist erstmal gut, ja. Willst du eine Lampe oder wollen wir mal eine Fackel hinstellen? Eine Lampe braucht wieder Strom, oder nicht? Ja, aber wir müssen eigentlich auch früher oder später jetzt mal einen Stromgenerator in irgendeiner Form. Ja, dann lass uns eine richtige Lampe bauen und einen Stromgenerator. Dann haben wir hier so eine Stehlampe. Wohin willst du die haben? Die Stehlampe kommt hier vorne rechts über. Ich weiß nicht, was für ein Radius hier hat, aber würde ich da so machen. Hier so. Ja, komm, Mitte, in die Mitte. Einfach Mitte rein. Hier auch noch welche rein oder ist okay so? Nö, Schlafzimmer brauchen wir erstmal. Brauchen wir nicht. Okay. Brauchen wir also nicht. Kümmern wir uns ja erstmal um Strom überhaupt, damit ihr auch löppt, ne? Genau. Stromstechnisch haben wir jetzt gerade noch nicht viel zur Auswahl, nur 2 Dinge. Wir haben entweder die Windturbine oder den holzbetriebenen Generator. Also ich würde sagen, Hambacher Wald muss auch gerodet werden. Ja. Windturbine. Bringt das was irgendwie? Windturbine ist ein ziemlich cooles Ding. Ja, siehst du immer. Hier siehst du aber diesen Bereich, der dann frei sein muss, damit der Wind nicht behindert wird. Wo wollen wir die hinknallen? Das ist das Problem bei RimWorld, dass du den Strom generieren musst und der Strom wird meistens außerhalb der Basis irgendwie generiert. Wie hier, du brauchst diesen Platz und das ist natürlich dann der Trail, du kannst hier nicht mehr verteidigen. Aber gibt es keinen Offshore-Wind? Geht nicht? Also kannst du es nicht ins Wasser bauen? Nee, schau mal. Nee, da brauchen wir dann eine Wassermühle, das gibt es natürlich auch, aber die haben wir jetzt noch nicht erforscht. Aber dann baust doch genau nach unten. Das hier wäre smart, oder? Ja, das ist sehr super smart. Geschützt. Ja, es ist geschützt. Passt hier auch genau rein. Ja, guck mal! Da würden sogar 2 nebeneinander rein. Wollen wir das so? Boah, ja klar. Okay, dann machen wir das so. Für wie Strom reicht das dann? Oh, das reicht für ein paar Lampen auf jeden Fall. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Wir müssen aber nur nebenbei dann natürlich hier auch noch mal diese Bäume entfernen, weil sonst haben wir ein kleines Blockieren. So, und die muss jetzt alles Balthasar händisch wegmachen oder was? Wer das jetzt macht, weiß ich nicht. Das steht hier, Plant Cut macht Ledge und Balthasar, wenn er nichts Besseres zu tun hat. Und bauen tut Chapman.
Aber wir brauchen müssen diesen Strom noch. Klar. Mit einem Kabel hier hochziehen. Warte, nochmal. Yep. Ach, es gibt einen Unterschied zwischen waterproof und normal. Ja, genau. Es gibt verschiedene Stromkabel. Und das, ja, wir ziehen das einfach hier hoch, so weit, so gut. Das reicht erstmal. Ja, okay. Dann haben wir Strom. Das dauert jetzt eine Weile, deswegen spule ich vor. Und wir gucken, was passiert, okay? Weil Chapman erholt sich langsam. Vierter auf Jugust, 5500, okay. Ja, und wir haben 22 Grad und 1 Uhr mitten in der Nacht. Need Colonist Bad steht da auch noch. Need Colonist Bad. Für Purple oder was? Nee, nein, weil. Das steht da jetzt, weil Chapman in einem medizinischen Bett gerade steht. Ah. Nicht in einem für ihn, nicht sein eigenes. Ich habe das gerade als. Ja, habe ich mitgekriegt. Ja. Hab ich mitbekommen. Das ist jetzt nicht mehr sein eigenes Bett. Okay. Theoretisch darf da sich jeder Kranke reinsetzen. Ist das die schnellste Geschwindigkeit, wie du vorspringen kannst, oder geht's noch schneller? Nee, das ist die schnellste jetzt. Okay. Und wir machen das jetzt wieder zu einem normalen Bett und dann verschwindet das. Und Chapman ist einigermaßen. Guck mal, dem geht's eigentlich wieder gut, oder nicht? Chapman ist zumindest jetzt nicht mehr ans Bett gebunden. Ist er noch ein Psycho? Also er hat noch. Ihm geht's gerade richtig gut. Ihm geht's richtig gut. Ja, ihm geht's richtig gut. Aber weil er gerade Psycho war und nach seiner Psychophase hat man dieses Katharsis. Ja. Und das geht immer dann 40, dass du nicht gleich wieder, das ja. ist, glaube ich, vom Spiel einfach nur eingebaut, dass du danach erstmal safe bist für einen Tag. Okay. Was heißt denn malnourished nochmal? Nourished? Malnourished, das ganze Minus. Unterernährt. Oh, dann soll er was essen. Ja. Und Serious Pain. Schläft gerade. Naja, hat er eigentlich sein Bein wieder? Nee, ne? Nein, das Bein ist ab. Du hast vollkommen recht. Was machen wir jetzt mit seinem Bein? Wollen wir da vielleicht direkt mal eine Prothese, ja. Weil das ist jetzt tatsächlich technisch nicht aufwendig, da einen Holzpflock ranzubauen. Ja. Wir müssen nur gucken. Das ist immer wichtig, dass man nicht das falsche Bein nimmt. Das ist wie im echten Krankenhaus. Das ist Left Leg. Ja. Okay, Left Leg. Ja, hier, ne? Left Leg, okay. Ist alles schon passiert? Okay. Aber es ist mein gesundes. Ja! Das Lustigste ist tatsächlich, dass diese Person, die das macht, gleich wirklich ins Lager läuft und einen Holzstamm holt, um das durchzuführen. Und Chapman. Oh ja, es geht schon los. Ledge kümmert sich gleich drum, holt die Medizin. So eine Operation kann tatsächlich nur mit Medizin durchgeführt werden. So eine Prothese, das kann man nicht ohne. Nee. Da siehst du den kleinen Holzblock, holst wieder. Original. Ich das erste Mal gesehen habe. Das war so der Moment, wo ich dachte, wie geil. So, und jetzt macht Ledge, die tatsächlich eine Fähigkeit hat von nur 4 Medical, ne? 5 Medical, ist besser geworden. Ich find's halt nicht. Da. Ja, ist besser geworden. Ja, das wird laufend besser durch Benutzung. Ja. Und fällt aber auch durch Nichtbenutzung, ne? Dauert jetzt relativ lange, da die Skills noch nicht hoch sind. Ja. Aber wir sind mal gespannt. Das kann jetzt auch schief gehen. Wir spielen im Ironman-Mode, wir können da noch nichts tun. Also wir können nicht speichern oder irgendwas. Wir müssen jetzt hoffen, dass diese Operation, die relativ aufwendig ist, doch... Das sagst du mir jetzt? Ja, aber wir haben ja keine Wahl. Ja, so ist es halt. Nö, ich meine, was würdest du machen? Oder? Willst du ohne Bein? Ist doch scheiße. Nee. Ja, macht mal erstmal Werbung. Lass doch mal. Guck mal, es hat geklappt! Yeah, wir noch einmal ganz kurz, dass die Zuhörer sehen. Chapman geht's gut, da sehen wir es. Ja. Ledge verlässt das Gebäude. Chapman... Geht in Pause. Jawohl, ich drück Pause. Budi, bleibst du noch ein bisschen oder hast du zu tun? Ich habe eigentlich ein bisschen was zu tun, leider. Ich gucke mal, ich überlege mir das gleich. Überleg dir das in der Werbung, du hast genug Zeit. Ich habe noch ein Stück Pizza, das ich dir anbieten könnte. Gleich nicht das angebissene, das ist mein letztes. das würde ich als Bribe. Nein! Du hast keinen. Ich habe keinen Stück Pizza mehr. Also ich würde es ja überall, aber hier würde ich es nicht vom Boden essen, oder? Nee, überall ja, aber hier nicht mehr. Hier ist gefährlich. Na komm, geht noch! Ja, mal gucken. Erstmal Werbung und dann schauen wir mal. Yes! Zurück, wir sind. Und Budi hat... Willst du jetzt arbeiten, oder was? Ja, welchen Einfluss hat die Gaming-Szene auf die Digitalisierung Deutschlands? Oder anders gefragt, warum sind Gamer so wichtig für die digitale Entwicklung Deutschlands? Oh, Budi, Alter. Ist das deine Antwort? Ja. Nein, och. Was? Ah, och. Okay, alles klar. Och. Och. Ja. Och. Und die nächste Frage ist, was bedeutet die Gaming-Industrie für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Och. Och. Ja, bin ich froh, dass ich Rimworld spiele. Oder? Der Budi. Ich bin der Budi. Ich beantworte E-Mails den ganzen Tag. Ja, armer Budi. Aber so ist das, ne?
Wieso ist das halt? So ist das. Ja, manchmal muss man so doofe E-Mails beantworten und so Konzepte schreiben und so, aber, ne? Och. Du machst das ja öfter mal, ne? Ja. Eigentlich müsstest du das ja schon tausendmal beantwortet haben. Ja, hab ich. Du musst da doch schon vorkonstruierte Satzbausteine haben, die du nur abändern musst, damit sie das jedes Mal nicht gleich umhören. Nein, das macht man doch nicht. Das macht man doch nicht. Das wäre so wie eine Aktion Rimworld und du hast schon alles vorgeplant. Ne? Das Leben verändert sich. Ja, gut. Die Bedingungen, die Parameter sind random, sind zufällig. Ja, ne? Ja, okay. Okay. Und somit springen wir zurück zu Rimworld. Na gut, okay. Machen wir gerne. Schauen wir mal rein, so sieht's aus. Und wir haben nicht weiter gespielt. Wir sind direkt nach der Verarztung von Purple und Chapman immer noch. Es ist ein neuer Tag angebrochen und zuletzt sind wir stehen geblieben, dass Chapman ein bisschen Essen braucht. Sieht man hier? Ja, aber dafür, guck mal, der soll jetzt auch mal langsam aufhören. Der hat gerade ein neues Bein gekriegt. Ich denke auch, das würde ihn jetzt nicht, er hat zwar derbe Hunger, aber das würde ihn jetzt sofort nicht umbringen. Das ist okay, er hat schlechte Laune, aber es wird sich früher oder später jemand drum kümmern, wenn prioritätstechnisches auch angesagt ist. Wir gucken, vielleicht ist Ledge gerade schon dabei, Essen zu holen in diesem Moment. Wir beobachten mal Ledge. Nee, ja, Ledge stellt sich nur hin. Aber früher oder später wird Ledge oder Baldassar tatsächlich kochen. Essen. Vielleicht müssen wir das, guck mal, ey, lass uns mal, Essen ist das Wichtigste für zivilisierte Wesen. Also würdest auch für nicht zivilisierte Wesen ist Essen das Wichtigste. Okay. Soll ich Baldassar zwingen, ihm Essen zu geben? Okay, machen wir. Ja, das machen wir. Komm mal. Ah, nee, können wir nicht. Wir haben kein. Hä? No food? Das ist schlecht. Warte mal. Wir haben hier Essen. Das ist gerade sehr, das hatte ich noch nie. Das irritiert mich gerade sehr. Habt ihr das gesehen? Wenn wir jetzt Ledge nehmen, cannot feed Chapman, no food. Cannot feed Chapman, no food. Aber wir haben hier Food. Liebe Leute, was ist denn jetzt? Auf F steht Forbid. Du hast es verboten hier, da links unten auf F. Nein, ich kann es verbieten, wenn ich jetzt F drücke. Aber geht. Ach so. Jetzt. Ah, okay. Du, das hatte ich so noch nie. Das ist gerade sehr, sehr. Lieber Chat, was ist denn da passiert? Imbiss Budi sagt genau, Essen ist das Wichtigste. Budi Kopf hat recht. Was passiert denn da jetzt schon wieder? Aber ich hab doch hier die Leute. Ich hab hier Wardens. Ich habe das gerade schon gecheckt. Also, damit jemand gefüttert wird, muss er als Warden definiert sein. Wir haben zwei als Warden definiert. Baldassar und Ledge, ihr seht das hier. Daran kann es nicht liegen, habe ich gerade geguckt. Wir haben Essen da, daran kann es nicht liegen. Geh nochmal auf Chapman. Kurz, wieso war der denn so komplett rot gerade? Manipulation, whole body. Nee. Kann es, weil er vielleicht noch unter Anästhesie steht. Hast du schon mal jemanden gefüttert, der... Vielleicht muss er wach, oder weißt du? Naja, also ich weiß nicht, wie medizinisch ausgeprägt Rimmel jetzt ist, aber du könntest ihm theoretisch auch eine Magensonde legen und ihn dadurch halt ernähren, ne? Also das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Ja, das stimmt. Ja. Aber die wäre außerhalb unserer Möglichkeit. Damit er gefüttert wird, muss er kein Warden sein. Ja, also er muss kein Warden sein, aber ist er ja nicht. Ja, aber wir suchen ja Dinge, die müssen, um das zu machen. Wir suchen jetzt keine Sachen, die nicht müssen, weil die bringen uns ja jetzt nicht weiter. Das stimmt natürlich, ne? Ja, scheiße, ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Ja, wir warten mal ganz kurz, um zu schauen, ob meine Theorie, dass eine Vollnarkose uns davon abhält, ihn zu füttern. Aber das wäre mir doch schon mal aufgefallen. Weil du hast ständig in Vollnarkose, du ständig jemanden operieren. Da, jetzt können wir es auch. Okay, jetzt probieren wir mal. Wir sagen mal, Baldassar, cannot feature. Es steht ja auch, no food. Leute, was ist denn hier los? Müssen wir auch mal was essen besorgen. Wir haben hier 21 Food in einem dafür dedizierten Stockpile. Es liegt nicht mal irgendwo rum. Was ist denn mit den anderen? Haben die auch Hunger? Also steht Starvation auf jeden Fall. Die haben auch Hunger. Keiner isst mehr. Leute, was ist da los? Ich mach mal ganz kurz auf Pause. Wer mein Essensproblem? Knast, das Lager ist im Knast. Das Lager ist... Okay, zack, Problem gelöst. So, jetzt haben wir's. Alles klar. Ein Klick war's. Das Problem ist, dass Purple jetzt nicht mehr im Knast ist. Können wir das hier als Knast... Können wir hier draußen Knast machen? Alter... Ja, das ist unser neuer Knast hier draus. Dann machen wir auch einen Medical-Knast draus. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber gut. Und dann reißen wir Purple das unterm Arsch weg. Und irgendwer bringt Purple jetzt dahin. Und Baldassar füttert. Als erstes ist ja... Can I put this in the sign? Warte mal, Ledge. Ach, guck mal, Chapman steht jetzt schon selber auf und holt sich das. Purple geht gerade und holt sich erstmal die Waffe oder was? Warte mal, was hat Purple da gemacht? Da hast du gut aufgepasst. Der hat sich. Das ist natürlich dumm, wenn man. Ah, guck mal, Purple wurde gerade geschnappt. Schön aus dem Lager gesnackt, ne? So, bitteschön. Ach, das ist gut.
Das, wer hat das gesagt? Das, da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen, glaube ich. Was denn? Heute mehr, dass das hier im falschen Raum war. Wer das? Danke also, nochmal an die Person, die rausgefunden hat, dass es im Knast ist. Guck mal, aber das hat funktioniert, im Purple rausgeholt. Alle haben wieder Essen, alles funktioniert. Chapman kann wieder laufen, ist zwar ziemlich am Arsch, hat nur ein Bein, ist jetzt... Hat nur noch 56% Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, immerhin, Alter. Geht er jetzt hin, um sich zu rächen? Nee, er füttert ihn. Oder was? Nee, er... Er heilt ihn. Ah ja, zuletzt hatten wir eine Infektion. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz noch eine Entscheidung treffen. Eine Infektion ist natürlich lebensbedrohlich, wenn man die nicht behandelt. Mhm, und behandeln, wir haben jetzt diese 30, jetzt nur noch 19 Medizinpakete. Mhm. Das ist nicht wenig, man könnte es auf jeden Fall machen, aber trotzdem überlegt man immer, ob man jetzt jemandem wie ihm hier, einem Fremden, diese teure Medizin gibt. Ja, machen wir. Ja, ne? Und dann kümmern wir uns danach um Herbs. Okay. Also erstmal Essen und dann Herbs. Also das können wir aufteilen. Eigentlich können wir jetzt schon mal gucken, ob wir uns um Herbs kümmern, weil das läuft ja hier. Essen haben Sie? Sie haben noch gegessen? Ja, ja. Er wurde, du kannst hier auch schauen, die Infektion ist jetzt getreated und wir sehen, das sieht sehr gut aus. Die Immunität ist bei 79%. Die Immunität muss höher sein als die Infektion. Die ist bei 70, also alles gut. Alles gut. Der wird durchkommen. Ja. Wir haben's. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, diese Heal Roots sind natürlich ein bisschen advanced. Die baust du nicht einfach so wie Kartoffeln an. Ob überhaupt jemand schon den Skill 8 hat bei Grown? Weil vorher funktioniert das nicht. Ah, was? Echt? Ja. Keiner hat Skill 8 bei Grown. Das haben wir extra so eingestellt, dass sie alle am Anfang scheiße sind. Ja. Und deswegen können wir zwar schon mal diese Zone anlegen, in der wir. Wo machen wir das? Ich habe hier so zwei Felder. Ja. Hier direkt so. Aber sehe ich das richtig, dass man außen auch angreifen kann oder was? Man kann geradet werden. Man kann geradet werden, du kannst auch andere. Wir haben hier eine. Oh shit, Berserk. Purple geht berserk. Purple has gone berserk. He will attack anyone he sees. Find Strawbers intense pain. Ja, weil er so starke Schmerzen hat, ist er jetzt durchgedreht. Ja. Man sieht das. Malnourished, intense pain. Und er ist aber ja eingesperrt. Das Dumme ist, hinter einer Holztür ist man nicht so sicher eingesperrt. Jetzt haben wir wieder ein kleines Problem, müssen die Leute zusammenziehen. Hat sich total gelohnt. Chapman kommt auch dazu. Ja, Chapman braucht eine Waffe, ne? Der hat keinen. Stimmt, Chapman holt sich schnell noch seine Knarre. Oh, guck mal, der klopft auch wirklich. Oh, der ist stinksauer. Und wir warten direkt davor. Wir machen jetzt hier. Wenn der kommt, der wird nicht flüchten können. Der hat die Tür gleich durch. Er könnte sich auch beruhigen. Das Ding ist eine Holztür, ist so schnell durch. Dass aber kann man ihm nicht gut zureden jetzt irgendwie? Nein, das geht jetzt nicht, nein. Der ist Berserk. Hast du schon mal versucht, einen Berserker gut zuzureden? Ja, ich kann ja auch nochmal eine gute Frage stellen hier. Lieber Purple, was können Wirtschaft und Politik von der Gaming-Industrie lernen? Ja. Hat ihn direkt, warte, hier steht's. Wo ist der getroffen? Der Treffer, Gunshot, Torso, direkt in Torso. Fetter Treffer in Torso. Alter, der ist der am seidenen Faden. Er hat ihn gerade fast umgelegt. Aber gut, weiter geht's. Und direkt wieder heilen, oder was? Ja. Aber das ist ja auch schon ein bisschen gemein jetzt fast, ne? Oder nicht? Also, ja, das stimmt. Nicht. Aber komm, wir könnten ihn auch schlachten, oder? Also, ja, weiß ich. Also, ich kann dir mal ganz kurz zeigen, was gemein wäre. Gemein wäre, wenn wir ihm jetzt alle Extremitäten abschneiden würden. Und oder vielleicht, warte mal, was können wir abschneiden? Wenn wir ihm seine Leber rausschneiden und die verkaufen. Oder seine linke Lunge. Ich bin einmal hier reingekommen, das mit Krogi gerade gespielt. Und das war auch so eine absurde Frage, irgendwie, welche Organe wir jetzt irgendwie verkaufen sollen. Ja, weil das ist nicht unwichtig. Du willst ja möglichst viele Organe in manchen Fällen haben. Ja. Da musst du eine gewisse Reihenfolge. Kann man nicht, also ich meine, kann man nicht auch gewisse Organe, auch jetzt von mir erstmal von Tieren, aber kann man die nicht auch für medizinische Zwecke umbauen? Das geht im Spiel leider nicht, nein. Die Tiere kannst du generell so auseinandernehmen. Ja, so unrealistisch. Ich finde das ganz interessant. Deswegen nimmt man ja auch Mäuse, weil die, also weil Mäusegehirne, wahrscheinlich könntest du ein Mäusegehirn mit einem Menschengehirn vertauschen. Die sind ja sehr ähnlich. Das wird bestimmt gehen. Das, ja, wahrscheinlich. Müssen wir ausprobieren. Also, vielleicht müsste man auf ein paar. Haben wir Mäuse? Jetzt hier nicht. Nee, aber ich habe Käfer bestellt die Woche. Die sollten heute ankommen. Du musst eine Tür bauen. Ja, wir müssen die Tür bauen, das stimmt. Wir machen hier. Zack.
die Tür. Das ist natürlich vollkommen richtig, aber es ist mitten in der Nacht. Aber was machen wir denn jetzt? Ey, wir wollten doch eigentlich Herbst bauen, oder nicht? Das ist ja das Problem. Man kann aber was nicht machen und wird ständig abgelenkt, weil so viele Probleme auf einen zutreffen. Aber dafür haben es wir. Es ist das Leben. Ja, das richtig. Leben. Es ist das Leben. Sind wir denn weitergekommen? Nein. Nicht so richtig. Ne? Nee, Medical Emergency steht da. Wahrscheinlich, weil Purple so im Arsch ist. Oh ja, dann gehen wir mal ganz kurz auf Pause. Müssen mal ganz kurz Windows sagen, dass es die Schnauze hält hier. Kannst du das mal bitte Hücken spielen, Windows? Meinst du, das lässt mich mal? Das wäre ganz geil. So, und da haben wir jetzt. Was wollten wir gerade? Ach ja, Medical Emergency müssen wir kurz checken. Warum? Weil. Nee, alles gut ist. Es ist alles gut, ja, ja. Nee, eigentlich ist alles gut. Es ist nur, weil er so stark verletzt ist und am seidenen Faden hängt hier. Ja. So, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Dann ist ja alles in Ordnung. Die Infektion ist auch in den nächsten Sekunden geheilt. Ja. Kann man hier beobachten. Alter Schwede, ist das knapp! 99%. Was? Wo denn? Wo sieht man das? Das siehst du hier, fast unterste Teil. Immunity 99%. Ja. Vor dem letzten Absatz. Und dann 7 Zeilen darüber hast du die, oder 8 Zeilen, hast du die Infection in Klammern Extreme bei 99. Und ich sagte vorhin, die obere Zahl muss unter der unteren bleiben. Ja. Und jetzt sind sie gleich bei 99%. Also, ich mach mal ganz kurz hier auf Play. Wir müssen jetzt einfach mal ganz kurz. Wir müssen hoffen. Also, mal ganz kurz hoffen, dass. Das sieht wahrscheinlich nicht gut aus für Purple, oder? Aus. Alter Schwede. Das Ding ist, wir spielen gerade super mega schwer. Seit dem neuesten Patch gibt's einen mega schwer Modus, weil alles viel schwerer ist. Und mir fällt gerade auf, dass anscheinend diese Infektionen viel, viel schneller voranlaufen. Das ist schlecht, ne? Da haben wir aber, wenn wir es auf mega schwer spielen, haben wir natürlich, war vielleicht nicht die schlauste Idee, mich hier hinzusetzen. Ja, darum geht's ja, zu scheitern. Das ist ja das Lustigste. Wenn du scheiterst, das ist so genial. Oh Mann. Aber es sieht so aus, wenn Purple jetzt noch nicht tot ist, würde ich sagen, ja. Also es schafft oder was? Developed Immunity, wunderbar. Alter, war das knapp. Aber nee, ich raff's nicht. Jetzt steht hier 94%. Developed Immunity 93%. Habt ihr das auch gerade gesehen? Das war jetzt irgendwie irritierend, ne? Ich weiß es nicht. Aber es sieht gut aus. Wir überreden ihn ja, haben gesagt, alles gut, bitte. Sonst Reduce Resistance erstmal, oder was? Bringt das was, wenn man das jetzt noch umbaut? Also seine Resistance ist relativ niedrig. Mit einer Frau liegt auf dem Erdboden, was? Gerade nur gelesen. Nee. Ich sehe keine auf dem Boden liegende Frauen gerade. Aber manchmal legen die sich hin, um Sterne zu beobachten. Also schön. Wolken gucken. Und anscheinend habe ich mich verklickt und anstelle von Heilwurzeln bauen die gerade Rosen an. Aber... Ja, das ist ein bisschen dumm. Oh Mann, ey. Da ist Heal Root, ja. Dann kommt die Meldung, dass wir das noch nicht können, aber gut. Und wie wir beobachten, wunderbar, unser Reis ist fertig. Oh, lecker, lecker Reis. Das ist geil. Oh, Baby, Baby. Yeah, fertig auf dem Balkon liegen. Und jetzt zieht er das rein. Jetzt kommen wir richtig auf den grünen Zweig. Jetzt kriegt der mal richtiges Essen. Ja. Jetzt können wir hier kochen, den Reis. Ja, lecker. Und jetzt können wir richtige Nahrung. Jetzt müssen wir nicht endlich in die Survival Meals. Nee. Das Problem ist, wir können eigentlich nur Simple Meal. Also eigentlich kriegen wir jetzt nur gekochten Reis. Ja. Wenn wir ein bisschen besser werden, können wir noch. Aber wenn Chapman wieder am Start ist, dann kann er ja anfangen, mal hier diese Tiere zu jagen, oder nicht? Und dann können wir doch mal schön. Ja. Reis mit Fleisch essen. Chapman ist wieder am Start. Ja. Welches Tier hättest du denn gerne? Such dir eins aus. Ich habe für dich mal rüber. Wir haben sowas wie die Bumalopen. Mhm. Wir haben ein riesen Faultier. Mega Sloth. Ein Truthahn. Naja, also jetzt erstmal. Oh, ich meine, diese Doughs sind natürlich lecker. Meerschweinchen. Ja, Meerschweinchen, nee. Was ist das? Ein Fuchs? Ein Lux. Ja, Lux. Ein Raccoon. Also ein Waschbär. Hier sind Mufflons, Ratten. Na, Mufflons sind doch schon mal, das sind auch vor allen Dingen viele. Also ich würde, hat Rimworld auch sowas wie, Alter? Das ist ein Dilophosaurus, der frisst gerade einen Schneeleopard. Also du willst ein Mufflon, oh, was ist das? Ah, das ist das Riesenfaultier. Okay, ein Mufflon ist gar nicht weit weg. Das ist ganz ja, gut. Dann lass uns die Mufflons nehmen. Also irgendwas, was in der Nähe ist. Links noch ein Schneehase oder was? Ja. Ist ja nicht so wild. Ja, da also, nee, wirst du nicht so satt von. Nee. Ne? Okay, also welchen, einfach den hier, zack. Wir können das jetzt auch. Hier steht noch, dass es gefährlich sein könnte. 2% Chance, dass so ein Mufflon dann durchdreht, wenn du es anschießt. Ja. Aber ich denke, 2% ist ja jetzt nicht so hoch. Ja, denke ich, das kriegen also wir 2%. Also, ich meine, erstmal, wenn man das vorsichtig macht, erstmal ein Tier erlegen. Wir wollen es ja nicht so wie mit den Büffeln machen. Ja. In Amerika. Das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Nee, wir machen das ganz Sutsche. Ne? Ich glaube, Chapman macht das, sobald er sich hier ein bisschen besser fühlt, weil der immer noch ein bisschen hier an diesem... Hat noch einen blauen Fleck am Torso. Blauen Fleck, ja. Knabbert.
Und ja, jetzt ist er, dürfte aber, jawohl, jetzt ist er cool, aber jetzt haben wir... Jetzt geht's los. Jetzt, oh, er geht direkt los. Er geht direkt drauf. Oh, mal gucken. Warte mal, ganz kurz. Hier, ganz kurz. Hier liegt ein bewusstloser Lux. Das ist quasi ein Geschenk. Ja, dann nehmen wir den noch. Dann lass uns den jagen. Aber er hatte gerade geschossen, leider. Okay, Pomp, dann schießen wir wenigstens einmal, um zu gucken, was passiert. Einmal geschossen hat er schon. Ja, ne? Er hat, genau, deswegen ist er schon weggelaufen. Er hat einmal komplett den Body getroffen. Okay, nicht schlecht. Aber das Mufflon wird überleben. Das blutet nicht sonderlich stark. Ja, dann holen wir erstmal den Luxer. Ja, der Lux, das macht viel mehr Sinn. Ich würde sagen, wir gehen einmal ganz kurz. Wir müssen das kurz. So, dann macht er das. Dadurch, dass der Lux am Boden liegt, müssen wir den ja auch gar nicht groß jagen. Das würde jetzt dauern. Das Mufflon würde immer weiter nach Norden abhauen. Ja. Und das hier ist wirklich gerade sehr easy. Da liegt ja auch eine Menge Blut rum, ne? Er hat ihm gerade die Kehle durchgeschnitten. Ja. Und trägt ihn jetzt nach Hause. Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ganz gut. Das reicht auch erstmal für ein paar Mahlzeiten. Vor allem könnten wir rein theoretisch jetzt zwei Komponenten Mahlzeiten, also Fleisch und Gemüse. Ja, ist viel besser. Siehst du mal, ist auch gar nicht so schlecht. Wenn wir so einen guten Koch haben, müssen wir mal ganz kurz checken. Guck, Fine Meal. Genau. Das ist cool, das funktioniert alles auf Logik bei RimWorld. Ja. Wenn du lieber Fine Meals, dann musst du sie Priorität, das ist alles über Prioritäten. Was oben ist, hat immer Priorität, was links ist immer Priorität. Ja. Das ganze Spiel funktioniert so logisch. Deswegen sagen wir, wenn du Fine Meal kochen kannst, dann mach das als erstes. Ja. Wenn das nicht geht, switcht er hierzu. Ja. Dann macht er ein Simple. Weil für Fine Meal muss er auch eine gewisse Fähigkeit haben. Schauen wir mal. Oh, Liebe hat er geäußert. Oh ja. Wurde man nicht refused jetzt oder was? Chapman tried to woo Balthazar by describing her as a glimmering river. Oh. Balthazar rejected the advance. Ja, aber das ist ja auch echt als glimmering river. Das macht man halt auch cheesy, nicht. Ja. Mit so einem toten Lux irgendwie, weißt du, vollkommen bluten. Ja. Ja. Das ist doch nicht, was geht ab mit Chapman, ey? Ja, das ist nicht so smart, der Typ. Nee, also. Boah, wir haben 30 Grad draußen, Alter. Schon wieder? Ja, dann schwitzt der Balthasar natürlich auch schon wieder, ne? Wir haben auch deine Klimaanlage noch nicht gebaut, ne? Wir hatten dann irgendwann... Wir haben ja, also Strom haben wir jetzt ja, die Lampe läuft, ne? Oh ja, die Lampe läuft. Wir können eine Batterie bauen, das wäre gar nicht schlecht. Ja, irgendwann stand auch irgendwie, dass Batterie alle ist. Das meine, wir haben keine, ja. Nachts, oder beziehungsweise wenn kein Wind weht, haben wir dann... Oh, das ist schlau. Also bauen wir uns eigentlich einen Akku oder was, der ja, wir bauen Energie Akku, speichert. Aber wir müssen Akkus erstmal erforschen. Research, ja. Ja, genau. Alter, ist das komplex. Wo siehst du Batteries? Electricity, ne. Psychoid Brewing. Da ist Battery. Psychoid Brewing. Psychoid ist eine der verschiedenen Drogen im Spiel. Und Psychoid, glaube ich, so ähnlich wie Koks. Ja, dann lass mal Batterie machen. Ja, okay. Clock in progress. So, jetzt haben wir ein Forschungsprojekt. Das heißt jetzt aber, dass eine Person sich permanent forschen will. Ah, echt? So krass ist das, okay, ja. Ja, so haben wir es eingestellt, weil Forschen ist schon wichtig. Ja. Es muss permanent geforscht werden. Und ich habe eingestellt, dass jetzt Latch eigentlich unser Forscher ist. Was bedeuten die roten Zahlen? Die roten Umrandungen? Die roten Umrandungen heißt, dass die Leute, die das hier eingeteilt haben, da richtig scheiße drin sind. Ah, okay, verstanden. Also Latch kann eigentlich gar nicht meinen. Richtig laut, ewig, aber das macht nichts, weil sie sehr schnell lernen wird, dadurch, dass sie so schlecht ist. So, und es wird gekocht, wie du siehst. Latch kann anscheinend keine guten Mahlzeiten kochen, sondern nur schlechte. Ja. Und deswegen siehst du, sie benutzt immer nur eine Komponente. Ansonsten wird sie zweimal laufen, Balthasar trifft das Gleiche zu. Ja. Aber die steigen langsam auf. Wir gucken einmal, die haben beim Cooking hier, sehen wir das, ist immer noch... Fünf, ja. Fünf? Wenn er bei sechs ist, glaube ich, kann er die guten kochen. Ah, sehr gut. Langsam geht's hoch, es läuft. Purple wird langsam überregelt. Wir haben vergessen, den Buffalo zu entjagen. Der war noch aktiviert. Aber Ledge hat ihn ja gerade geholt, ne? Ja. Ist das richtig? Als während wir die ganze Zeit hingeguckt haben, war Ledge oben und hat den Büffel geholt. Was geht mit Purple eigentlich? Ja, Purple lebt halt noch, ne? Ja, genau. Ist noch ein bisschen am Hadern mit den Verletzten am Bein. Hat am Schuss ins Herz. Schuss ins Herz gekriegt, das ist natürlich schlecht. Auch keinen schlechten, ja. Also der war. Das ist aber auch schlecht verbunden. Ja, es sieht nicht gut aus. Aber es werden keine bleibenden Verletzungen bleiben, das ist das Gute. Ja. Also es wird nichts davon bleiben, es wird alles so wegheilen. Krass. Das ist nicht schlecht. Das ist richtig gut. Er kann gut schießen. Ja, komm, den holen wir uns. Den machen wir uns. Das dauert halt nur ein paar Tage. Das ist jetzt dem Zufall auch überlassen. Na, das dauert Tage, bis der jetzt. Aber wie kann man denn die Population höher setzen? Tatsächlich in dem Spiel. Dann musst du gucken, was das Spiel dir vorwirft.
Ja, echt? Also ja, es kann sein, dass Leute einfach vorbeikommen und dir joinen. Das kann passieren. Es kann sein, dass Leute einfach auch, wie du, aus einer Kapsel crashen und da erlanden. Es kann sein, dass du Leute rettest und sie dann dankbar sind und sagen, okay, ich bleibe einfach hier. Es kann auch sein, oder das ist die häufigste Möglichkeit, dass du einfach diese Angreifer alle bewusstlos schießt oder so, oder die überleben, die holst du rein und versuchst zu überreden. Oh, ein bisschen Piratenstyle halt. Genau, Piratenstyle. Und wenn sie nicht wollen, dann schneidest du ihnen. Ja, die Haut ab. Ja. Machst eine Handtasche raus. Hatten wir vorhin das Thema. Genau. Ja. Oh. Easy halt, ne? So, ja, so easy. So machen wir das halt. Ah, guck mal, hier sind alle gesättigt. Das sieht doch mal gut aus, oder nicht? Obwohl Chapman, was ist los mit Chapman? Ja, Chapman versucht immer noch anzubandeln, hier sehen wir. Das wird wahrscheinlich. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Chapman und Baldassar, also dass Baldassar sich bald für Ledge entscheidet. Guck mal hier, ist da schon. Nee, da ist noch kein Gebandel. Ledge said a word about sickles to Baldassar. Was ist sickles? Ich weiß nicht. Sickles. Keine Ahnung. About sickles. About sickles. Sickles. Weiß ich nicht. Sickles. Also sickles müsste ja Doppel-S sein. Ne? Sickles? Nee. Sickles, sind das irgendwelche Beeren oder was? Ich weiß es nicht. Hast du da ein Internet? Ich habe Internet, ja. Sickles, aber weiß ich nicht, ne? Sickles. Vielleicht ist das sehr wichtig. Ja, lass uns mal was lernen. Sickle. Die Sichel. Der Mähbalken. Aha, okay. Da gibt es aber auch die andere Glanz- Wörter dafür. Platina, Patina. Aha. Okay, das ist kein Standardvokabular, was man im ersten Semester Sicheln. Da. Nee, wie heißt das? Sickle heißt Sichel. Schreibt Lauri 7x3 auf. Ja, aber es gibt auch. Also Sichel ist, glaube ich, da gibt es auch andere Wörter für, die viel geläufiger sind für Sichel. Reaping Hook? Nee, Sickle scheint es richtig. Nee, anscheinend doch, ja, richtig scheiße, ne? Ja, scheiße. Na, Mist. Egal, guck mal, das Spiel läuft trotzdem weiter, alles ist gut. Ich mache auf Speedy Gonzales hier. Yes, yes, yes. Jetzt haben zwei Leute nichts zu tun. Das ist nicht gut, es muss immer Nein. was zu tun sein. Wir können. Jagen? Okay, dann jagen wir. Oder. Oh, was geht denn da? Oh ja, da bin ich gerade. Seht ihr, es stimmt schon wieder irgendwas nicht hier. Oh, echt? Ja. Das darf nicht wahr sein. Ist das schon wieder die Tastatur? Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade ist. Ja, das Alter, ist ja was, nicht normal. Was geht denn hier ab? Das hat doch sonst immer funktioniert. Ja, langsam nicht mehr, bitte. Es ist doch echt langsam. Ich mach mal hier ganz kurz. Ja, mach mal wieder raus und wieder rein. Ne? Kannst du jetzt mit der Maus irgendwie was. Mit der Maus geht, Tastatur geht jetzt gar nicht mehr, aber das ist zumindest. Oh ne. Dann. Dann mach ich die Maus mal raus. Mach mal Tastatur kurz. Haut immer automatisch nach links. Immer noch oder was? Hä, das kann doch nicht sein. Was ist denn das für ein strange Ding? Ich raff's nicht. Oder ist das ein Wind irgendwie und der schiebt uns immer nach links? Ja, ja. Der Pleit sagt nach links. Jo, nach links. Danke für den Tipp. Das haben wir als allererstes probiert. Das kennen wir auch, aber das funktioniert leider nicht. Links drücken, funktioniert. Alle Tasten funktionieren. Drücken, Escape drücken, wieder rein, geht nicht. Maus rausziehen, Tastatur rausziehen. Alter, was geht denn? Minimier mal. Ja, okay. Wollen wir einmal kurz raustappen? Danke. Wer hat, war es deine Idee? The Schicks. The Schicks? The Schicks ist auch ein anderes Wort für Sickle. Ja. Ja. Sickle die Dickle. So. Ah. Okay, Budi, wir haben wieder repariert. Sicher. Was wollten wir denn machen gerade? Also, wir hatten verschiedene Tasks vor. Jetzt hast du dich um Essen gekümmert. Wir wollten Strom haben. Kühlschrank, wir. Kühlschrank. Kühlschrank, Strom. Ja, wir haben draußen 34 Grad. Lass mal gucken. Oh, Holz hier. Holz brauchen wir auch zu kochen. Wir brauchen Holz, ja, stimmt. Wir haben aber Holz. Das ist nur nicht aufgefüllt. Aber wir könnten immer auch ein bisschen Holz gebrauchen. Ja. Aber, weißt du was? Ja. Lass uns mal einen neuen Raum bauen. Das ein bisschen, wir bauen mal einen neuen Raum. Wir bauen jetzt hier. Wollen wir, lass mal, was für einen Raum bauen wir? Wir können einen Flur bauen. Einen Flur erstmal bauen, jetzt hier zu den Gemächern, also hier sozusagen genau da so hoch. Ja. So, dann haben wir da schon mal, genau. Okay. Wollen wir vielleicht schon mal rein prophylaktisch für unseren, wie heißt der, Pebbles da unten? Ja. Purple. Der kriegt schon mal ein Schlafzimmer. Ja, das ist gut. Das ist gut. Und dann nach oben hin kannst du einen Entertainment-Raum bauen. Weißt du? Ja. Das ist gut. Und das ist doch schön. Das ist wie auf so einem Raumschiff. Langer Flur, langer Gang. Ja. Sag mal, und das links neben Baldassar jetzt gerade, ne? Das ist das Gebirge oder was ist das? Das ist Gebirge. Alles, was hier ist, ist so Gebirge. Gebirge, ja, genau. Das hier ist noch ganz interessant, weil das hier ist kein Gebirge. Siehst du ja, diese gerade Struktur, das kann nichts Natürliches sein. Oh. Hier ist eine Räumlichkeit in diesem. Ein Schloss.
kein Schloss, einfach eine Mauer. Hier ist eine Mauer im Berg. Und man weiß nicht, was hinter das. Und wir wissen noch nicht, was es ist. Es ist nur sehr wahrscheinlich, dass es gefährlich ist. Also echt? Ja, das ist was Gefährliches, aber mit Great Rewards. Wir können jederzeit, das ist direkt in unserem Garten. Halt, aber echt, ne? Ja, aber das gilt, wenn wir Pech haben, dann sind wir komplett. Das Gute, pass auf, weißt du, was wir machen? Wir haben ja 3 Stunden heute und bestimmt ist schon richtig viel davon rum. Wir haben nur noch 1 Stunde. Wenn diese kurz vor 8, wenn wir aufhören, da werde ich das aufmachen, um mal zu gucken. Ja. Und da entscheidet sich. Kannst du zwischenspeichern oder was? Nee, in diesem. In dem Modus nicht, ne? In dem Modus nicht, ne? Geil. Budi, kurz. Ja, genau. Und danach gibt's Crosscode. Also ich zocke heute Abend nochmal 2 Stunden Crosscode. Wurde mir mehrfach empfohlen. Okay. Das gibt's dann ab 8 bis 10. Was so groß machst du den Entertainment-Raum, oder was? Ja, Platz ist King. Also, ne? Platz mögen die auch schon gerne. Das gibt. Du hast keinen Labortisch, Dennis, sagt Astaroth. Doch, wenn du damit den Forschungstisch meinst, den haben wir hier. Und du hast vollkommen recht, weil ich bin strohdumm und habe keinen Forschungstisch gebaut, sondern einen Steinmetztisch. Aber da könnte man sich jetzt drüber streiten. Also ich finde, Stein hat auch einen Forschungszweig. Oder? Stimmt schön. Aber Mineralien, Mineralismus. Wo ist denn, da ist sie, die Simple Research Bench. Sind dumm von mir. Weil es gerade im Chat ist, The Forest mit Nils zusammen, hätten wir Bock drauf, Nils ist leider nicht da, ey. Wir haben The Forest wieder angefangen letzte Woche Dienstag. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wieso das Spiel hier denn nicht Scum? Mögt ihr das nicht mehr? Und Scum war für unsere aktuellen Zwecke ein bisschen zu behäbig noch am Anfang. Also okay. das ganze Crafting und sowas, das war dann zu lahm. Ihr kennt euch ja auch voll aus in Forest mittlerweile, oder? Ja, geht halt, ne? Also geht. Also Crafting, müssen wir alles noch ein bisschen üben. Also habt ihr angefangen in neue Session jetzt? Genau, aber ich habe auch, oh Mann, Green Hell, habe ich einen Tipp bekommen über Twitter. Kennst du das, Green Hell? Green Hell? Naja. Grüne Hölle, nee. Ist wohl auch Early Access und soll halt auch ein bisschen The Forest-mäßig sein, also auch so ein Survival-Ding, aber... Okay, ist auch eine Jantenna-Folge, heißt auch so. Ja, ich glaube, ist eklig, mit ganz viel Spinnen und so Blutegeln und so ein Kram. Also du musst auch deinen Körper relativ... Ey! Oh nein, eine Hitzewelle! Hätten wir mal! Eine Hitzewelle. Oh shit, ja, du hast vollkommen recht. Hätten wir mal eine Heatwave. Ja, 92 Grad, Tendenz steigend gleich. Lass uns schnell den Klimading. Ja, dann lass uns mal einen Klimaraum. Können wir nicht irgendwie eine Tiefkühltruhe bauen? Dann können sich die Leute auch mal drin retten irgendwie? Müssten wir auch tatsächlich tun. Und ich würde vorschlagen, der Klimaraum bzw. der Kühlschrank, der sollte schon direkt an der Küche dran sein. Ja. Deswegen bauen wir den einfach hier hin. Aber da links davon nichts frei ist, müssen wir eigentlich hier reinhacken, weißt du? Ja, ja. Das ist ein bisschen dumm, aber ich baue jetzt, das hier ist unsere... Aber ist doch schön. Wieso ist reinhacken dauert einfach, oder was? Deswegen ja, dauert, weil die auch so mega schlecht sind im Hacken. Stimmt, Ledge hat am Anfang ist schlecht, ne? Ja, alle sind schlecht am Anfang. Ja, aber so ist das. Sie müssen auch an ihren Fähigkeiten auch wachsen. Es liegt hier auch ein bisschen Scheiße rum, wie zum Beispiel diese Steine, die sind richtig hässlich. Dass, wenn wir das mal hier betrachten, sehen wir, dass das hier auf die Beauty mega schlägt, ja. Mit diesen roten Zahlen. Die müssen wir mal hier wegtun. Weil ansonsten ist es relativ hübsch, relativ. Ja. Und das tun wir, indem wir mal diesen aus Versehen gebauten Stonecutter-Table sagen, dass Stones gecuttet werden sollen. Und zwar hier 4 Stück, dann sollte der Raum frei sein. Ach, das ist ja praktisch. Ja, ja, also wir könnten sie jetzt einfach wegtragen, aber was wir jetzt machen, ist natürlich Steinmetzen und diesen Stein zu Bricks, zu, wie sagt man, zu so Maison... Ziegel? Ja! Genau. Ja. Alter, dieser der sieht lecker aus. Ey, ja, total. Ich finde, sie lecker aus. Ja, wobei, ganz ehrlich, eigentlich sehen die total widerlich aus. Sie sehen aus wie ja, Dämonen. Schau dir mal die Gesichter mit diesen Dämonen. Was machen die nochmal für ein Geräusch? Hubbel, hubbel. So was machen die, ne? Ja, ja. Wusstest du, dass du das, hast du zu Hause so ein Google-KI-Apparat, wo du sagen kannst, nee, Google? Haben wir letztens geholt. Das Beste, was du damit machen kannst. Nee. Das Beste, was du machen kannst, ist, wie macht der hier, wie heißt der, Truthahn? Truthahn. So. Das ist super gut. Echt? Ja. Was anderes habe ich eigentlich noch nicht groß benutzt. So. Das ist natürlich geil, ey. Ja, das funktioniert tatsächlich recht gut. Ich suche ja für diese Geräte tatsächlich noch Anwendungsmöglichkeiten, die irgendwie Sinn machen. Ist ja auch krass, in den neuen Grafikkarten von Nvidia sind das erste Mal so KI-Chips drin. Ja, 2080 meinst du, oder was? Ja, in diesen
Ja, in der 20er, in dieser RTS-Serie. Ja, ja. Und, deswegen kosten die aber auch 1300 Euro, oder nicht? Ja, die sind schweineteuer, aber da sind diese, wie heißen die? Die haben so einen geilen Namen. Ja, nicht Tesla-Chips, aber so ähnlich. Und wie krass ist das? Du hast dann, wenn du dir die kaufst, das erste Mal in deinem Heimcomputer sowas wie. Eine künstliche Intelligenz. Ein künstliches Intelligenz. Die daran wächst, was du tust. Ja. Und, also, natürlich ist es noch nicht so extrem, aber es ist der Anfang. Du hast das erste Mal ein Car. Fucking. Du hast fucking das erste Mal Skynet bei dir in deinem Arbeitsraum. Ja, gebe ich dir recht. Haben wir ja so auch schon, solange du im Netz halt dran bist, so, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Das ist schon krass. Ja, dein eigenes kleines, das ist schon heftig. Oh, ja, Mann. Aber willst du dir den 2080 holen? Nein, nein. Ey, ich glaube das Nvidia da momentan ständig viele Features raushaut, die kein Mensch braucht, dass die Entwicklung von der eigentlichen Rechenleistung ein bisschen festgefahren ist und die sich Features ausdenken, zu gehen. Naja, es gibt ja eine gewisse Nachfrage und die Preise sind eben Arsch, seitdem diese ganze Bitcoin-Mining-Nummer explodiert ist. Also ich meine, da gab es eine Ultra-Nachfrage und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich etwas, um diesem gesättigten Blockchain-Markt irgendwie entgegenzukommen. Anders kann ich mir nicht erklären, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Also meine Meinung ist, für Render, diese ganzen Features, die braucht kein Mensch. Also du hast ja gesehen, dass, also diese, wie heißt das? Raytracing von der letzten Gamescom, das Ding. Das sieht doch kein Mensch, wenn du es direkt vergleichst. Plus, dass die Bilder, die wir sehen, das ist doch eh das. Menschliches Auge eh noch nicht. Nein, es ist hoch, du kannst Raytracing in verschiedenen Stufen anwenden. Und in Anwendung wird es am Ende für uns auf Stufe 1 sein, wo du nichts siehst und so. Und Nvidia macht da eine ganze Grafikkartengeneration drum und so, das meine ich. Also sie denken sich Features aus, die kein Mensch braucht, die Spiele überhaupt nicht verbessern, anstelle, dass die Grafikkarten schneller machen oder so. Und ich habe das Gefühl, dass das im Grunde auch nur eine 1080 ist, die ein neues Feature kann oder so. Und dafür zahle ich jetzt keine 1000 Euro. Aber ich habe halt auch keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. René hat Ahnung und er hat wiederum ein anderes Projekt und da freue ich mich wirklich sehr. Mal gucken, wann wir es machen, aber er meint, Gaming-Rechner für 50 Euro, Alter. Auf Ebay, alte Komponenten gesagt, und er sagt, es geht. 50 Euro, komplett sich ein Gaming-PC zusammenzimmern, womit man Fortnite, Minesweeper oder was? Nein, Fortnite und Co. kannst du damit wohl spielen. Fortnite für 50 Euro? Sorry, aber bevor René mir den Rechner sagt, Bullshit. Also zumindest nicht mit 3 Frames oder also nicht mit ansatzweise irgendwie spielbar oder okay, auf vielleicht mit 0 Details in schwarz-weiß oder so. Nein, ey, ich weiß es doch auch nicht, aber René ist was zuzutrauen. Ja. Also ich, wenn der sowas, ich glaube, der kann sowas. Ich glaube sowas, echt. Also er hat ihn noch nicht gebaut, aber er meint, das geht. Er hat alle Komponenten zu Hause und er meint, das geht. Ja, es geht, aber es läuft dann kein Spiel drauf. So, oder? Meine Frage, ja eben, ich weiß es auch nicht, ja. Wir haben ein kleines Problem. Ja, was ist denn los? Während wir hier reden, ist Chapman nochmal in Berserk-Mode gegangen. Ja. Oh, schön. Weil alles so hässlich ist hier. Das war so der. Wie jetzt? Das ist. Mann, ey, der ist aber auch echt, echt. Im Ernst. Chapman ist ein bisschen hart. Aber während wir gewartet haben, ist auch unser Kühlschrank fertig geworden. Das ist gar nicht schlecht. Siehste? Wobei. Da sind auch, das sind aber auch Steine drin. Das lasst Chapman niemals in den Kühlschrank. Guck mal so. Nee, der ist noch nicht ganz fertig. Wir müssen natürlich eine Außenwand schaffen, um die warme Luft entfließen zu lassen? Sorry, ich war gerade abgelenkt, weil da jemand im Chat schrieb, dass es anscheinend doch gerade Fortnite so funktioniert, auch mit solchen Rechnern. Fand ich gerade ganz interessant. Siehste, ich vertraue René. Lowest, Booby Booby Boob sagt, Lowest Details, 27p ist machbar mit einem 50-Euro-Rechner. Ja. No deal. Das ist natürlich spannend, ne? Interessant, naja. Ruf René an und dann soll das jetzt direkt live machen. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Aufräumen. Also, nee, genau. Chapman ist durchgedreht. Das Gute ist, es ist mitten in der Nacht und keiner ist in der Nähe von Chapman, um irgendwie sein Aufsehen zu erregen. Deswegen springen wir mal vor und vielleicht, weil wir 3 Uhr nachts haben, so bis. Jetzt ist es schon wieder in Ordnung. Jetzt, guck mal, wunderbar. Kleiner. Alles gut. Berserk Rage vorbei. So, und jetzt guck mal, letztes die erste. Dann muss sie jetzt einfach so tun, als ob nichts passiert wäre. Und dann geht sie zu Chapman und sagt: Wie, das ist doch alles immer schon so gewesen. Ja, ist auch so. Ich war hier nie dreckig. Du schwitzt nicht. Oh, unser Horseshoes-Spiel tun wir mal raus. Das stellen wir jetzt hier hin. Ach, wieso? In den Flur kann man da auch machen. Also, ja, wenn da einer lang Weihnachtsfeiern haben wir auch bei uns im Büro einfach über den Flur die Flaschen. Nee? Ja, yeah, I know, aber. Hey, shit, guck mal, Balthasar. Was ist denn mit Balthasar? Wieso liegt Balthasar auf dem Boden? Extreme Break Risk. Heatstroke! Fuck, wir haben die Hitze. Wir haben 44 Grad hier drin. Ja, wir passen aber überhaupt nicht auf. Ja, das ist schuld. Ja, aber wir haben doch jetzt gerade den Kühlschrank gebaut, oder nicht? Ja, wir haben einen Raum gebaut, in den eines Tages der Kühlschrank kommt, wenn wir die Klimaanlage da eingebaut haben und den Strom angeschlossen haben und alles runtergekühlt ist. Also frühestens in 2 Tagen ist da mal irgendwie
kühl. Wir müssen jetzt, scheiße, draußen 40 Grad, drin zwei. Es gibt nicht mal einen besseren Ort. Er liegt schon am besten Ort. Heatstroke Extreme. Oha. Oha. Das könnte tödlich enden. Wie jetzt? Wenn die Leute, also du bist. Wenn die liegen, ist schon scheiße. Wenn du bewusstlos wirst vom Heatstroke, ist schon die Kacke richtig am Dampfen. Wir haben das nicht beobachtet. Chapman. Heatstrokes. Alter, shit. Alle Heatstrokes. Purple. Das ist Purple Heat. Okay. Passivkühler bauen. Ausziehen, ausziehen. Alle ausziehen. Ja, bringt das was? Weil das machen sie eigentlich automatisch. Zieh dich aus, Ledge. Okay, aber die Sachen müssen dann gleich reingebracht werden, sonst gehen die kaputt. Ja, aber erstmal retten oder nicht? Wir können nicht viel machen. Wir können ihn jetzt reintragen an einen anderen Ort, an dem es genauso heiß ist. Es ist egal, ob er jetzt da liegt oder da. Wir haben müssen einfach jetzt hoffen, dass es klappt oder was. Oh, 47 Grad draußen. Ey. Ja, wir müssen jetzt wirklich gucken. Es ist jetzt sehr wahrscheinlich, das Spiel ist eigentlich gelaufen fast. Wenn diese Heatstroke, die wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Zu lange. Die Leute sind kurz vor, kippen gleich alle um. Ja. Keiner kann gleich keimen. Das wird gleich, mal gucken, was passiert gleich. Kann Ledge jetzt noch versuchen, den Kühlschrank fertig zu bauen? Wahrscheinlich wird das nichts. Es ist 50 Grad. Ledge versucht es auch gerade, aber das Ding ist... Ledge, come on. Okay, wir machen das so. Wir beschleunigen, wir versuchen das noch wenigstens so zu beschleunigen, dass ich sage, okay, scheiß hier drauf. Wir müssen das wegmachen, um an der Außenbahn zu kommen. Wir dürfen die warme Luft nicht hier reinpusten. Es ist hier noch heißer. Wir müssen nach draußen pusten. Ja. Deswegen bringt Ledge jetzt erstmal ihre Sachen rein. Ich guck mal, bringt das was für Ledge jetzt? Ich glaube nämlich nicht. Ja, ist jetzt auch egal, oder? Chapman ist wieder da. Ist es Regen? Ja, es regnet, es regnet. Boah, 50 Grad. Ah, das ist geil. Wenn das schon direkt, dann steigt wahrscheinlich die ganze Zeit Dampf vom Boden auf. Weil das ja, direkt 50 Grad ist schon derbe, ne? Ja, Mann. Okay. Mann, jetzt lass doch mal die Pistole. Ach nee, ist schlecht, wenn Purple da ist, ne? Wenn der wieder Berserk wird. Ja, das, so, oh, das Chap, ist... Oh, was geht? Chap geht Chap jetzt mal. Das jetzt. Oh, Chap ist... Nein! Nein, scheiße! Aber jetzt kommt Ledge von unten. Alter. Komm mal. Nein! Nein! Das war's, oder? Was ist das denn? Was? A mysterious man in black has arrived. AI Spy. Was ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Codex. Der hilft wahrscheinlich. Shooting 13. Oder er geht jetzt hin und killt einfach alle. Bla bla bla, Mr. Freeman. Alter, das Booty, das habe ich noch nie erlebt. Was ist denn hier? Gaston Chapman. Der hatte mit dem zumal zu tun. Ah. Das ist ein Acquaintance. Alter, was der für krasse Sachen anhat hier. Alles in schwarz. Bisschen Silber dabei, okay. Das ist mir noch... Okay, der Typ, was ist denn hier los? Der Typ kommt jetzt und was macht der? Was macht der jetzt? Ich weiß ihn nicht. Der ist in unserem Team! Wie jetzt? Du kannst ihn steuern? Ja, der ist einfach zu uns gekommen. Wie gut ist das denn? Hä? Das hatte ich noch nie... Wieso? Warum? Wer ist das? Okay. Aber ist ja eigentlich die Rettung in letzter Not, oder nicht? Wenn ja, aber... Du steuern kannst? Also ich meine, das Spiel geht jetzt darum, das zu erklären, im Grunde, Budi. Wie erklärst du das? Wir haben, ich gebe dir eine, ich guck mal, die kennen sich anscheinend. Ja. Da kann man ansetzen. Ja, aber die, also vielleicht hat Chapman... Friend von Balthasar. Ach, tatsächlich, sogar noch besser mit Balthasar. Ja. Das ist ein Freund von Balthasar. Vielleicht in einem früheren, also vor vergangener Zeit, hat Balthasar mal irgendwas gemacht, sodass er einen Stein im Brett hat bei dem Man in Black. Ja. Wenn Man in Black so eine Art Halb-CPUs bei Cyborg ist, Balthasar nicht die sie zu sein scheint. Ja. Vorgibt zu sein. Und jetzt kommt. Aber können wir ihn jetzt nicht einfach direkt irgendwie zum Retten. Ja, ich mach mal kurz auf Pause, das ist vollkommen recht. Wir sollten dieses Glück nutzen. Die Tastatur geht nicht mehr, deswegen von Hand. So, Codex ist jetzt bei uns im Team. Hattet ihr das schon mal, Chat? Das habe ich ja noch nie erlebt. Wir müssen mal kurz einteilen. Nee, mach mal hier auf Mein kann er, das ist das Einzige, was er nicht kann. Mein sagt dann nein. Shit. Was ist eigentlich los mit dir hier? Bio, da. Ja, alles, was er bis auf Mining. Construction, ist schlecht. Aber gut. Er ist ein guter Forscher. Ja, dann lass ihn mal... Oh, der ist sehr freundlich. Ja, wir haben... Ja, mal gucken. Also, die sind bewusstlos. Er ist bewusstlos. Warte mal, Balthasar, du schläfst nur. Wenn Balthasar meinen könnte... Drei. Er kann nicht laufen. Er ist bewusstlos im Schlaf geworden.
Er ist gerade bewusstlos und liegt nur so im Bett. Man in Black ist neues Feature in Beta 19, schreibt Parkman. Was ist denn hier los? Auch ein Passivkühler steht da überall. Der nette Erich schreibt es auch. Können wir einmal kurz raus, oder? Warte. Hallo. Ich mach die Tastatur nochmal rein und raus. Was ist denn da los, ey? Nee. Nee, ich kann ja gar nicht raustappen, weil die Tastatur nicht geht. Ja, liegt das an deinem Rechner oder was? Oder wie? Oder? Warum nicht Kühlschrank woanders hin, sagt Jenny gerade. Ja, und Joanna sagt es auch. Ja, ihr habt vollkommen recht, Rudi. Ja. Warum nicht der Kühlschrank? Wir können die Klimaanlage, müssen ja nicht in den Kühlschrank. Unser Problem ist ja, dass der Kühlschrank nicht fertig ist. Ja, ja. Aber okay, pass auf, dann schnell die Kühlanlage. Ja. Ja. Schnell, schnell. Ja. Schneller. Ja. Ja. Cooler. Cooler. Und hier hin, okay. Ah, oh, shit, wir brauchen einen Strom da. Ja, schnell, schnell, Power. Hey, Codex kann das wenigstens. Codex! Nein, scheiße, Codex fängt jetzt an zu... Holzkonstruktion. Nicht bauen. Codex! Jetzt. Wow. Hä? Wieso? Oder kannst du den doch nicht steuern? Wundert mich gerade, ich... Warte mal. Hä? Achso, nee, das hat schon. Ganz kurz gehen. Ja, also das Ding ist noch. Oh, shit. Versuch mal rauszuspringen. Einmal kurz nochmal. Oh, guten Tag. Ich kann nicht rausspringen, wenn ich das. Tour nicht funktioniert. Echt? Immer noch nicht? Nein. Was jetzt geht's, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's. Was gerade super verwunderlich ist und was auch ganz tragisch ist, ist zum Beispiel, dass Purple tot ist. Fuck. An Heatstroke gestorben. Was mega strange ist, ist, dass ich jetzt gerade nicht mit Rechtsklick. Jetzt geht's. Ja, okay, es liegt einfach an der fucking Maus und Tastatur, dass hier nichts geht. Okay. So. Codex, mach das. Codex, schneller. Nice. Jetzt nur noch die Stromleitung zu Ende machen. Ja, er geht. Komm on. Wunderbar. Komm on. Okay, wir haben Strom dran. Jetzt müssen wir die Temperatur einstellen auf minus 7 Grad irgendwie, irgendwas, oder was sagst du? Einfach irgendwie minus 20. Schafft er eh nicht bei der Hitze. Also er versucht dagegen zu kühlen. Er wird hier irgendwie wahrscheinlich jetzt 20 Grad korrigieren. Vielleicht kommen wir auf 30 oder so. Ja, das wäre doch gut, ey. Das wäre gut. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die Leute aus ihren Zonen... Ja, schnell wieder reinholen, ne? Also du liegst cool, dich müssen wir mal holen. Wir machen hier mal einen auf Medical. Ja. So. Perfekt. Alter, ey. Okay, jetzt beobachten wir die Temperatur. Wir haben 51 Grad drin, 51 Grad draußen. Und das Ding raddert wie Sau. Der Wind ist da. Okay, das funktioniert. Batterie wollten wir... Ach, erforschen wir? Genau. Ihn holt er auch als nächstes automatisch. Wunderschön. Nee, er... Ja, was machst du? Er wandert nur rum. Wie wär's denn, wenn du Balthasar... Der liegt ja im Bett. Du kannst ihn jetzt nicht. Ah, nein! Was? Wenn so ein X ist. Ich dachte, er wäre tot. Ist er aber nicht. Ist er nicht. Glaube ich nicht. Doch, weil das er oben ist. Doch, er ist tot! Nein! Balthasar ist an Hitze. Ah. Balthasar war auch die Freundin, weswegen unser schwarzer Kollege hier überhaupt. Ja. Haut jetzt wieder ab, weil er. Nee, der hängt jetzt draußen rum. Der hat erst unser Essen gegessen und spielt jetzt Horseshoes. Oh Gott! Aber wir haben drin 44 Grad. Das ist gut, es geht runter. Ja, 43. Chapman holen jetzt. Fuck, ich will immer auf Space drücken, aber es geht nicht. Rescue, alright. So, okay. Das macht keinen Unterschied, weil hier ist es genauso warm wie da. Aber sieht besser aus. Und jetzt hat er ein neues Bett, rate welches. Und er hält es nicht für nötig. Vorher. Oh, ist das bitter, ey. Er war gerade zu müde. Er legt sich einfach drauf. Er legt sich drauf. Ja, es gibt natürlich auch Malus. Du hast doch gerade kurz... Wir haben noch jemanden verloren. Nein. Oh, Ledge ist auch tot. Ja, Ledge ist auch gestorben an Hitze. Wir kommen natürlich mit diesem ein. Es ist 37 Grad jetzt. Wir haben von... Ja. 50 halt runter, ne? Naja, wobei draußen ist es jetzt 44, nachts 44 ja. Nur noch. Oh, das ist bitter, ey. Ja, wir sehen das hier auch nochmal, ne? Also, oh, fucking red. Oh, komplex, ey. Oh nein, Dennis, ey. Ja, so ist das. So ist das. Wie grausam ist das denn jetzt? Mit Balti verloren, mit Ledge verloren. Und alleine nur. Ledge war auch sehr unzufrieden zuletzt, weil sie einfach auch keine Klamotten anhatte, ne? Weil sie einfach nackt war. Ja, das kann sein. Aber daran ist sie zum Glück nicht gestorben. Und, warte mal.
Ey, wie so tragisch das ist, ne? Chapman, einziger Mann, wollte nichts anderes außer Liebe. Ja, und jetzt sind alle um ihn herum. Alles, was er hatte, war eine künstliche Intelligenz. Alles, was ihm übrig blieb. Ja. Aber das ist ich finde das mega geil, dass hier. Dass so ein Typ auf einmal kommt, das hatte ich noch nie. Mit der neuen Version sind anscheinend neue random Events reingekommen, die du ja natürlich irgendwann, wenn du lange spielst, schon alle kennst. Ein paar neue Dinger drin. So. Oh. Beta 19, ist das richtig irgendwie? So oft? Also ist das jetzt die aktuelle Version, Beta 19 oder was? Ey, es kommt, glaube ich, in einer Woche oder so, kommt eine Final. Ah, echt so bald? Ja, irgendwie so ist es jetzt soweit. Wir gehen aber ganz kurz in die Werbung und sehen uns dann, glaube ich, noch ein letztes Mal wieder. Yeah. Und vielleicht gucken wir da auch noch mal in den Chat. Vielleicht hat Budi auch noch die halbe Stunde und dann führen wir diese Kolonie noch mal zu einem schönen Ende. Denn noch leben ja zwei Leute. Wir haben nur die Hälfte unserer Leute verloren. Das ist nicht viel. Nee, es ist ein Geben und ein Leben. Ist nicht über die. Es ist ein Sterben und ein Sterben. Möglicherweise. Bis gleich. Wir sind zurück, wobei wir ein bisschen. Budi, gleich zurück. Wir sind gleich zurück. Ich bin jetzt schon zurück und warten nicht auf Budi. Wir machen direkt weiter. Wir haben noch eine halbe Stunde. Gucken mal, wie wir das hier noch gewuppt kriegen. Aber wir haben gerade zwei Leute verloren. Und nochmal zur Erinnerung für die Leute, die vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben: Wir haben diese neuen Features aktiviert. Wir spielen auf Ultra Hardcore. Dieser neue Relentless Mode oder wie man den auch immer nennt. Ich weiß nicht, es gibt diesen. Steht das nicht hier irgendwo? Das kann man doch verstellen, glaube ich, im Spiel auch selber. Die Schwierigkeit. Hier bei den Storytellern. Ja, wir haben den. Das ist er da. Der Merciless, der ist sogar in Rot. Der, ja, genau. Den kann man auch nur ab, wenn man ihn vorher entsperrt. Man muss erst woanders klicken und dann kommt er erst und dann kannst du ihn auswählen. Das ist ganz geil. Ach, geil. Früher haben wir mal Rough gespielt. Da gab es nur die fünf. Aber für einige Leute, die sich gefragt haben, was ist denn da so? Was ist denn da jetzt gerade das Problem? Wieso ist das so hart? Das kenne ich ganz anders. Ja, das liegt am Merciless Mode. So. Und wir spulen mal ein bisschen vor, gucken, was passiert. Ich glaube, heute machen wir mehr eine passive Runde und schauen mal, wie es den Leuten so geht. Was ist denn überhaupt dieses Extreme Break Risk? Also einfach, die Leute können schnell einbrechen, das ist es oder was? Nicht einbrechen, Break im Sinne von psychisch. Ah, okay. Break psychisch. Break psychisch. Psychic Break. Psychic Break. Keine Ahnung, wie man das nennt. Aber anscheinend, Chapman hat überlebt. Wir gucken mal ganz kurz auf seine Vitalwerte. Wir haben bei. Alter, ist das viel. Bei Health, den Heatstroke bildet sich zurück. Wir haben hier 28 Grad drinne. Ja, wunderbar. Draußen auch nur noch für. Okay, hier drin ist safe. Low Food. Low Food. Jetzt haben wir noch sieben. Aber wir sind noch zu zweit, das reicht drei Tage. So, guck mal. Es läuft. Wir haben jetzt ein paar Leichen. Wollen wir die einfach. Also mehrere Möglichkeiten. Wollen wir die verrotten lassen? Wollen wir die essen? Wollen wir die begraben? Wollen wir die verbrennen? Wollen wir sie. Verbrennen ist tatsächlich vielleicht wahrscheinlich die beste Lösung. Ja. Essen ist, glaube ich, nicht gut für Chapman. Wir haben mitbekommen, dass Chapman schon mehrfach durchgedreht ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist für seine mentale Gesundheit nicht so gut. Die AI hat wahrscheinlich damit wenig Probleme. Ja. Problem ist nur, wir haben keine Feuerquelle jetzt so einfach zur Verfügung. Scheiße. Das können wir jetzt so ein bisschen wie die Ägypter machen. Wir bauen einfach einen sehr langen Tunnel mit Fallen und da legen wir die rein. Wir mumifizieren die. Ne? Ich glaube, du hast mumifizieren falsch verstanden. Ja, okay. Du legst die in einen Raum mit Fallen, die sind ja, nein, das können wir rein theoretisch machen. Wir können unseren Kühlschrank jetzt als neuen Mumifizierungsraum benutzen, wenn du möchtest. Nee. Aber du musst dich jetzt konkret entscheiden. Ich muss mich jetzt konkret entscheiden. Ja, sag mir, was ich machen soll. Sollen wir sie wohin legen? Sollen wir sie verbrennen? Sollen wir sie begraben? Sollen wir sie verrotten lassen? Wo sollen wir sie. Auf jeden Fall erstmal raustragen. Erstmal raus. Erstmal okay. Raustragen. Also, wir tragen sie erstmal raus. Das können wir erstmal machen. Draußen ist es 40 Grad und es regnet. Das ist wahrscheinlich für so organische. Ja, die werden sehr schnell denaturieren. Das stimmt. Aber jetzt die Frage, wo willst du diese Leichen hinlegen? Sollen wir sie direkt vor die Tür legen oder willst du sie vielleicht ein bisschen weiter weg? Ein bisschen weiter weg, ne? Okay. Ein bisschen weiter weg. Dann kommen wir sie hier einfach um die Ecke. Ja. Hier so hin, zack, so. Hinter die Ecke. Okay, dann haben wir jetzt das hier als Dumping Stockpile. Oh. Ganz kurz checken. Jawohl, das funktioniert so gut. Alles klar, jetzt wird bei nächster Gelegenheit werden die Leichen abtransportiert. Ganz kurz eine Sache noch, wir müssen noch definieren, was unsere Homezone ist, damit das Spiel weiß, was ist zu Hause, weil wir haben jetzt neue Räumlichkeiten, jetzt ist das auch noch zu Hause. Oh, ja, und oben die Betten natürlich auch. Jawohl, eigentlich der ganze Bratz hier. Der ganze Bratz! Jawohl,
Guck mal hier. Zack. So. Verrückte. Genau, jetzt weiß das Spiel, wo es zu Hause ist. Es ist wichtig für das Spiel, dass es weiß, was es macht. Was war so deine größte Kolonie, die du in Rimworld jemals gebaut hattest? Ungefähr. Ich baue sie immer sehr gerne in den Berg rein. Ja. Und da hatte ich Kolonien, die wahrscheinlich schon so, die, naja, größer, tatsächlich schon so groß. Und wie viel Einwohner sozusagen? Ich mag nicht so gerne viele. Ich versuche immer nie mehr so als 10 zu haben. Dann geht mir das mehr auf den Senkel, weil das super komplex und konfus sein wird. Ja. Aber so 10 Leute, mit denen spiele ich gerne, ja. Oh, die müssen dann halt auch immer mehr essen und ständig hat irgendeiner ein Problem. Naja, und irgendwas und dies und das. Das ist mega nervig. Aber guck mal, unser Kühlschrank ist fast fertig. Dann haben wir einen richtigen. Dann haben wir 2 Klimaanlagen. Das verbraucht natürlich ein bisschen viel Strom, aber was soll's. Forschen tut immer noch keiner, weil wir kein Holz haben. Deswegen ist das noch nicht fertig konstruiert. Also müssen wir parallel auch ein paar Holzbäume fällen. Ich glaube, die Corpses sind jetzt auch weg, oder? Das heißt, Codex kann sich ja, jetzt... Ja, irgendwer hat die weggetragen. Die nee, okay, der ja, da ist ja noch einer. Der da, ne? Ja. Okay, der hat noch ein X, das muss man dann. Die Sachen haben immer ein X, weil sonst alles weggetragen werden würde. Ne? Immer wenn man es auf dem Boden fällt, ist erstmal ein X, weil sonst alles, was auf dem Boden fällt, von den Leuten sofort weggetragen werden würde. Ja, Chapman kümmert sich drum. Also Codex erstmal Baum fällen. Genau, Chapman geht runter und holt ihn direkt. Ja, wunderbar. Nee, wir müssen ihm noch ein paar Bäume aussuchen. Waters. Chop Wood, machen wir einfach hier, zack. Ah, perfekt. So, dann haben wir das erstmal. Dann haben wir Holz. Temperatur, Schlaf. Oh shit. Oh nein, wir werden graded auch noch, oder was? Graded, ja. Ja, vielleicht können wir die. Ich habe eine Idee. Na, was hast du? Lass mal versuchen, den. Einzelmauern? Ja, irgendwie müssen wir ja wieder Leute kriegen, oder nicht? Überleg gerade, ob man das irgendwie realisieren kann. Wir könnten rein theoretisch irgendwie versuchen, seine Killbox zu bauen. Warte mal. Ja? Da, was sind das für. Das sind auch das, wieder ja? Gerade Linien hier da. Ja, das ist auch irgendwie. Es ist natürlich zufallsgeneriert, diese Karte. Ja. Und das gehört dazu, dass da manchmal so solche Strukturen dabei sind. Du weißt, ey, manchmal sind es sogar antike Strukturen. Ich krieg gerade so einen Bock, irgendwie das selber zu spielen. Ja, das ist auch mega gut. Ey. Und es ist gar nicht so schwer. Jemand hat im Chat gerade gefragt, wie lange das dauert, um sich da einzuarbeiten, weil es ja so ein bisschen an Dwarf Fortress angelehnt ist. Und Dwarf Fortress ja eins der komplexesten Spiele dieser Welt ist. Und mega schwierig zu lernen ist. Aber RimWorld habe ich an einem Tag gelernt. Das, ohne, dass mir das jemand gezeigt hat. Das war noch die Alpha damals, wo man noch nicht viel konnte, außer Kartoffeln anbauen. Ja. Und das ging recht fix zu lernen, weil es so logisch ist, Leute. Es ist ein unglaublich logisches Spiel. Ihr setzt nur Priorität. Es ist im Grunde wie Programmieren. Alles ist logisch aufeinander aufgebaut. Äußerst positiv, da ist es. Genau, am 16. oder bei Steam steht es bei mir jetzt hier, 17. Oktober ist das Ding draußen, offiziell, Veröffentlichung. Ja, 1.0, genau. Das ist ganz cool. Aber gibt es auch einen Multiplayer-Bonus? Nein, das gibt's nicht. Nein, kein Multiplayer. Ja, macht doch keinen Sinn, oder? Ja, wäre schon witzig. Also ein dedicated Server und du baust sozusagen gemeinschaftlich irgendwie, ja. Also das ist die Welt und du definierst am Anfang selber die Welt, wie groß die ist, wie viel generiert werden soll, setzt du Faktoren fest. Wäre super. Wäre schon genug Platz auch da. Vehikel bauen, ja, ne? Bestimmt, nee, oder? Vehikel kannst du nicht bauen. Doch, das ist eins der Ziele ist es, ein Raumschiff zu bauen und den Planeten zu bauen. So wie bei Factorio sozusagen eigentlich. Ja. Nur das, genau, ja. Genau. Geil. Ja, und später ist tatsächlich so, dass du hier auf dieser Welt, also hier wohnen wir. Ja. Ja, und du siehst, wie groß das ist. Also es ist eine Entfernung, du musst tagelang laufen. Und hier gibt es wirklich Orte und du kannst da hin und die raiden selber. Und manchmal kommt auch Quests, dass du jemanden da retten sollst oder so. Ich mache die ja selten, weil das ein relativ neues Feature ist und ich da noch nicht so mit vertraut bin. Ja. Aber es geht. Ach, scheiße. Ich will das, glaube ich, auch haben. 28 Euro. Nee. Ah, nee, kann ich nicht machen. Ja, kannst du nicht machen. Nee, es gibt so viel. Ja, du musst halt E-Mails beantworten auch, ne? Ja, ich muss E-Mails beantworten, ja. Nee, und ich muss gleich auch rüberflitzen. So 5 Minuten habe ich noch. Und dann muss ich aber rüberflitzen. Einmal checken, ob alles läuft. Drüben. Okay, ja, klar. Ja, aber ich spiele gleich ab 20 Uhr Crosscode, also in 25 Minuten. Ja. Crosscode. Crosscode. Ebenfalls okay. Ganz fresh draußen. Müssen wir einmal ganz kurz aufpassen, weil in dem Moment, wo Chapman jetzt hier diese Wand abreißt, gilt das nicht mehr als geschlossener Raum, weil er nicht mehr geschlossen ist. Ja. Dementsprechend entweicht unsere kalte Luft. Kalte Luft, das ist ein bisschen dumm. Was ist denn mit Codex? Wow! Alter, wird angegriffen oder was? Ja, wir hatten doch einen Raid-Typ. Was macht Codex denn da hinten? Codex, du Vollidiot! Aber der hat Fire Duel, aber der hat auch echt eine Menge. Der Typ hat einen Heatstroke. Sag mal, und Codex ist eine AI. Der hat. Alter, der hat schon richtig aufs Maul gekriegt. Richtig aufs Maul gekriegt.
Ach, weil wir Kämpfen nicht anhatten, ne? Oh, ja, ja. Der war auf ja. Aber wie weit ist denn der abgehauen? Oh nein, wir haben nicht aufgepasst, ey! Ja, das passiert so schnell. Er war auf Flüchtling gestellt. Oh, scheiße, scheiße. Ich guck mal, ob. Also, das Doofe ist, er ist jetzt wahrscheinlich natürlich beeinträchtigt in der Bewegung. Mit 53% Bewegungsgeschwindigkeit kommst du hier nicht mehr weg. Ja, aber er hat doch eine krasse Machine Gun, oder nicht? Den Codex. Kann er sich nicht einfach umdrehen? Fucking Revolver, Alter. Ja, das reicht doch. Ja, okay, wir probieren es. Er dreht sich hier um und versucht ihn. Mann, guck mal, der sieht aus wie ja. Das Problem ist aber, dass Keule im Nahkampf besser ist als Revolver, glaube ich. Kommt auf den Schuss drauf. Hat er sich in den Fuß geschossen oder was war das denn gerade, Alter? Hast du das gesehen? Scheiße. Okay, das war sehr, sehr seltsam. Schauen wir einmal, es kann tatsächlich sein. Oh nein, ey. Er hat sich nicht selber in den Fuß geschossen, sondern er hat noch einen Schlag, den letzten Schlag mit dem Knüppel gekriegt. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Was hat Irius vor? Er macht da nicht halt. Scheiße. Okay. Chapman! Old Chap. Okay, mit welcher Waffe treten wir entgegen? Keule oder Schießgewehr? Oder oh, Messer. Messer ist das Beste eigentlich. Das ist jetzt schon ein bisschen Final Fight, ne? Ja. Also ich würde ja sagen Keule gegen Keule. Okay. Stahlkeule gegen Holzkeule. Gegen Marmorkeule. Oh, Marmor ist natürlich edel, ne? Marmor ist schon edel. Marmor ist also scheiße hart, glaube ich. Ja, ja. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist eine Marmorkeule. Ja, aber gut, die kann man wahrscheinlich auch schwierig heben. Weiß man nicht, ne? Also er war gerade eben schon erfolgreich. Er ist jetzt im Blutrausch, er weiß, was er kann. Okay, wir checken. Irieth. Dadurch, dass es eine Keule ist, haben wir natürlich keine blutenden Wunden bei Codex. Was bedeutet, der wird uns jetzt nicht verbluten. Der ist hier jetzt bewusstlos, aber es ist soweit erstmal cool. Bei einer stumpfen Waffe keine blutenden Wunden. Das ist ganz okay. Und jetzt versucht Chapman, während Irieth gerade hier lang geht, den Codex zu retten. Das beobachten wir mal ganz kurz. Was macht aber hast du die Türen zu? Kann der jetzt einfach bei uns rein und die Sachen mitnehmen? Er kann alles. Das ist mega spannend. Wir können jetzt nicht, wir müssen zurück. Wir können das jetzt nicht. Der kann jetzt nicht in Ruhe da einfach rein. Was? Scheiße. Er hat Feuer gelegt. Shit. Alter, nee! Er legt Feuer oder was? Fuck! Oh Gott! Wieso ist er so sauer, der Irioff? Der ist von den Bayonets. Und die Bayonets. Es scheinen sehr sauer zu sein. Old Chapman! Ey, shit, das sind die sauersten. Die haben minus 100. Sind oh, die sind richtig sauer, Max. Ne? Ja, okay. Das ist schlecht. Okay, also wir müssen. Old Chapman. Ich würde sagen, wir versuchen ihn jetzt down zu prügeln und dann schnell die Feuer zu löschen. Wenn wir uns nicht beeilen, also so können wir das Feuer nicht löschen. Aber in wenigen Sekunden wird es gleich ausbreiten und dann haben wir ein Problem. Jawohl. Daneben. Jawohl. Hoffen. Nein. Hoffen. Hoffen. Gott, nicht. Nein. Daneben. Jawohl. Nein. 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 Yes! Okay. Und jetzt ist das Feuer, siehst du, es breitet sich aus. Ja, jetzt haben wir schon ein kleines Problem, ja? Oh Gott. Chapman, sag mir, du hast kein Problem mit Feuer. Nee, Chapman kann Feuer löschen, wunderbar. Gut, hier liegst du sehr sicher bewusstlos. Aber okay, jetzt, das macht er von alleine, weil es prioritätstechnisch ist, Feuerlöschen das allererste. Deswegen müssen wir da jetzt nichts machen. Da sind wir uns sicher, dass nichts anderes passiert. Ach krass, es gibt sogar Schatten hier, oder was? Wie gibt es das denn? Ist das Schatten? Ja. Oder was meinst du? Also, ja, doch, das Schatten, ja. Ja, der bewegt sich auch ein bisschen mit der Sonne und wie es aussieht, scheinen wir die Kontrolle über das Feuer so ein bisschen zu verlieren, oder? Also das sieht nicht so aus, als wenn wir dagegen ankommen. Ach du Scheiße. Chapman. Der Blut, oh nein. Der ist so langsam und das Feld ist verloren. Ich glaube auch, das Feld ist verloren. Lass uns wenigstens versuchen, hier noch. Ja. Aber nimmt es. Kann das Feuer jetzt auch über die Erde? Alter. Über nackte Erde nicht, aber hier ist genug Grünzeug und es ist alles dicht genug dran. Das muss nicht direkt dicht dran sein, es kann über zwei, drei Felder. Nein. Du siehst hier wie so eine kleine Flamme, das kann so zwei, drei Felder. Wir haben ein Problem. Währenddessen liegt Codex. Aber das ist vollkommen cool. Eigentlich brauchen wir da nichts machen. Das sind nur blaue Flecken und Brüche, davon stirbst du nicht. Du liegst da, kannst du nach zwei Tagen wieder aufstehen, wenn du dich erholt hast. Du verblutest nicht. Das ist das Gute.
Nee, bitte vorher noch das hier. Lass uns zwei Herde reduzieren auf einen. Aber das. Aber hier, das geht schon rüber. Hier, siehst du das? Da unten? Ja, oh, hier, oh nein. Hier, siehst du das da? Oh, jetzt brennt auch noch der Irioth. Irioth brennt. Das können wir auch beobachten hier, die Burns. Ja. Ja, sein Kopf brennt jetzt. Aua. Aua. Ah, shit, sein Kopf brennt. Aua. Jaw, aua. Wie, das ist ja super brutal, dass es so angezeigt wird. Oh Mann, wenn Codex jetzt aufstehen würde und. Und helfen könnte. Oh je, ist das alles hart. Und hat auch noch einen Heatstroke, weißt du? Es ist. Das mindeste Problem jetzt gerade. Es wird nicht besser. Okay, aber so wie ich das jetzt hier gerade versuche, könnte es vielleicht klappen. Siehst du, ich versuche ein bisschen von hier zu löschen, die verbrannte Erde hier zu lassen. Ja. Es fängt an zu regnen! Wuhu! Alter, Chapman! Okay, okay, schnell auf Pause. Und schnell den Codex retten oder ja, was? Schnell zum Codex. Der so, yeah. Er kann da zwar liegen, aber es muss ja nicht sein. Das muss ich dem mal schnell, das Rescue. Okay, läuft, läuft, läuft. Okay. Es regnet. Alter, das ist Glück, dass es jetzt regnet. Und Chapman ist auch echt im Arsch, ne? Chapman hat auch ziemlich viele blaue Flecke und Brüche. Brüche am Femur, was war das noch? Ich gucke, ich weiß nicht, was Femur ist. Femur. Weißt du, ob es da eine deutsche Besetzung ist? Schienbein, glaube ich. Ja? Oder. Ne, Oberschenkel oder Unterschenkelknochen heißt, glaube ich, Femur. Oberschenkelknochen. Alter, der Denzel, ey. Der Insel. Aber man nennt man auch Tight Bone. Tight Bone? Tight Bone. Okay. Die Rosen haben es überlebt, sagt der gute Felix. Ja, ja. Vollkommen recht, hier ein paar Rosen. Das Ding ist, um noch was Positives rauszusehen, die Rosen sind auch hübsch, wie du hier siehst. Sie sind im Grunde das Hübscheste, was wir in unserer Siedlung hier haben. Mit, hier siehst 13 du die Punkte, 13 ja. Hübschheitspunkte. Ja. Ja. Es gibt nichts Hübscheres als diesen Bereich. Das stimmt natürlich, ja. Und er brennt immer noch ein bisschen. Er hat nicht überlebt. Und er ist vollkommen verbrannt. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, alles klar. Er ist vollkommen ein Schäufchen Asche. Das sitzt hier mit dem Regen. Wo bleibt? Eieiei, Chapman hat nur noch eine Bewegungsgeschwindigkeit von 34%. Weil du hast gerade Chapman gesagt. Chapman korrigiert mich die ganze Zeit. Das ist Tie. Heißt nicht Tight. Tie Bone. Tie Bone. Tie Bone. Okay, so. Heatwave is over. Es regnet. Und wir sind jetzt nur noch wahrscheinlich, wenn jetzt ist es zu kalt. Ja, mal gucken. Ja. Aber das ist das Lustige. Das ist das Leben. Das mal, also normalerweise ist es ein bisschen entspannter. Man hat mehr Möglichkeiten zu überleben. Hier ist es wirklich hart. Es folgt Schlag auf Schlag. Also macht es auch lustig, aber wir wollten das mal ausprobieren, weil das Ganze. Nee, ist ja super. Ist doch geil. Ja, auch. Das ist super. Und das ist so. Ah, sowas. Nett, nett, ne? Wo bleiben die denn? Da. Okay. Die sind sehr weit weggelaufen. Ja, das ist sehr, sehr weit. Das musst du auch mal mit einberechnen, ob wertvolle Sachen, wie weit weg die sind und so, ob sich das lohnt. Und es kann auch mal viel passieren auf dem Weg dahin, ne? Weil hier sind ja auch viele Raubtiere. Und okay, jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht warum, aber. Alle gestorben, weil es zu heiß war. Oh, das kann sein. Damit hast du wahrscheinlich auch. Selbstverständlich, ja, die sind alle abgehauen. Die migrieren dann weg. Du hast auch manchmal richtig Migration, also in den Jahreszeiten eine ganze Herde Dinosaurier durch dein Ding zieht. Oh, echt? Oder sowas. Ja, richtig mit Meldung und dann. Stell dir vor, du brauchst dann echt so eine Falle oder was? Das geht doch bestimmt, oder das nicht? Das geht, ja. Ja, was du machen kannst, ist, also Dinosaurier sind ja zum Beispiel, oder Tiere generell, sehr dumm, wenn du so Schießscharten baust. Ja. Raffen die Tiere ja nicht, dass sie irgendwie die Mauer kaputt machen müssen oder die Tür angreifen müssen. Die laufen dann vor den Schießscharten rum und du kannst sie in Ruhe abschießen. Und nachher die Dinosaurier von 50 Dinosauriern, Stegosaurier oder wirklich diesen Dinger, alle vor deiner Basis, riesige Haufen Dinosaurier, das finde ich auch. Alle essen, ja. Alle essen. Wenn du alle anschießt, essen. Kommen sie alle, ja. Ja, es sieht gut aus. Zwei Leute leben, der eine mehr, der andere weniger. Jetzt gibt's hier nochmal ein bisschen Verarztung. Der Codex wird verarzt von Chapman. Scheiße, ey, echt, ich lese es auch nochmal. Ich hab, ja, kacke. Ja, macht Spaß. Macht Spaß. Und jetzt kriege ich auch eine gute Einführung von dir, so einfach beim Zugucken. Weil wenn man das jetzt zum ersten Mal sieht, man braucht immer erst eine Eingewöhnungsphase, erstmal so, ne? Ja, ja, ja. Klar, ey. Du musst am Anfang wissen, was kannst du machen, was sollst du überhaupt machen. Und Chapman will jetzt gerade ein bisschen Spaß. Ist auch okay. Wie, der will Spaß? Ja, ihm geht's halt scheiße. Er hat lange nicht mehr Hufeisenspiel gespielt. Ja, okay. Und jetzt kann ihn gerade oder? Kannst du wieder laufen gerade? Bist du? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, er kann gerade nicht laufen. Er kann gerade noch nicht laufen. Da geht's ihm zu schlecht für. Deswegen kann.
Kann ich nee, kann nichts anderes machen. Außer ihr könnt natürlich auch arbeiten, ne? Ja, aber nee, dann nehmen wir mal. Chapman, wo gehst du hin? Jetzt. Oh, scheiße. Infektion oder was? Nein, wir haben kein Essen mehr. Oh nein, Alter, ich hau jetzt ab, ey. Ja, ey, Denzel, hat sehr viel Spaß gemacht, danke sehr. Ja, okay. Ich muss jetzt einmal losdüdeln. Ein paar Minuten hast du ja noch. Ja. Und dann, wir machen gleich noch links unten den Raum auf. Den Secret-Raum. Oh, nein! Ich erzähl dir morgen, was da drin war. Ja, bitte sehr, bitte sehr. Also, hau schnell ab, bevor wir hier die Leichen essen. Genau, in einer Viertelstunde bin ich dann oben drauf und mach Spiel Crosscode. Ein Spiel von Rockfish Games, kleiner Indie-Titel, der sehr hoch gelobt wird. Und ich habe mehrfach mitbekommen irgendwie, ey, ihr müsst das unbedingt spielen. Das ist so ein Retro-2D-Top-Down-Hack-and-Slay, aber okay, mit sehr viel Liebe scheinbar. Mal gucken, ich bin selber gespannt. Okay. Do it! Have fun! Yes. Ja. Und am Wochenende haben wir Games Jam, ne? Ja, Mann, ey! Ja, das wird super! Das wird ab richtig geil. Die Games. Ab Freitag bis Sonntag. Ja. Ne? 6000 Stunden. Hier, wir haben ein eigenes Team hier. Du bist fast die ganze Zeit. Du willst ja hier sogar pennen, hast ich werde hier pennen, so, ja. Ich werde hier pennen. Das wird ja ganz geil. Ich habe auch echt Bock. Du, ich wollte dich gar nicht hier. Du wolltest abhauen. Musst du nicht irgendwas machen? Du willst auch nicht so richtig, ne? Ist bequem gerade hier. Ja? Ist bequem. Ich zwing dich nicht. Ich zwing dich nicht. Ja, das weiß ich doch. So, ich baue jetzt nochmal einen neuen. Nee, ich geh jetzt rüber. Tschüss, Denzel. Bis später. Aua, Entschuldigung. Also, das ist genau getroffen, ne? Ja, genau. Nee, das tut ja nicht mehr weh. Hau rein, Mann. Vergiss nichts. Ja, ja, normal. Die kommt hier fast gar nicht raus, weil es so eng ist. Habe ich noch was zu essen? Ach so, ja. Nee, ich habe gerade noch Essen gefunden, nur wir hatten gleich einen Fehler wie eben, aber okay. Mach deinen Scheiß endlich. Tschüss. So, genau, was Budi gerade gefragt hat wegen Essen. Ne? Lass uns mal kurz ein Spiel gucken, denn ich glaube, eine Viertelstunde. Was schreibt ihr da? Naja. Was wollte ich sagen? Ich lenke mich noch nicht immer ab. Ja, genau. Wir hatten gerade das Problem, dass wieder Leichen gerade antransportiert wurden. Aber als der gute Chapman gerade noch den toten Balthasar hierher getragen hat, um ihn an Codex zu verfüttern, fiel uns auf, dass wir ja doch hier noch 5 Nahrungsmitteleinheiten haben und die nur nicht gewählt wurden, weil wir hier noch ein Gefängnis drin hatten. Ja? Das gleiche wie eben. Wir bauen mal kurz die Betten raus. Brauchen wir nicht mehr, wir haben genug. Und wie es aussieht. Oder wir probieren, kann immer noch nicht auftreten. Ich würde sehr gerne, dass Codex mal aufsteht und den Chapman versorgt. Kann dann immer noch nicht, ist zu stark verletzt. Hingegen Chapman geht es relativ gut, obwohl er nicht versorgt wurde. Und wie eingangs gesagt, ist das ja gar nicht so schlimm, da wir da keine Schnittwunden oder sowas haben. Das waren stumpfe Waffen. Und dementsprechend dauert natürlich die Heilung jetzt ein bisschen. Oh, guck mal. Oh, okay. Ah, das ist die Geschichte. Eine neue Siegmöglichkeit tut sich auf, und zwar, falls wir es schaffen, hier hinzukommen. Hier behalten wir uns jetzt auf. Hier sind wir gerade. Ne? Und wenn wir es schaffen, hier hinzukommen, dann haben wir das Spiel auch gewonnen. Während ich euch das sage, häufen sich weitere Probleme an. Ich muss mal ganz, das geht jetzt nicht mehr. Ich muss kurz auf Pause machen. So viele Probleme auf einmal. Nehme ich noch nebenbei ein Raid. Und zwar der nackte Mea Guchai. Da steht es nochmal deutlicher. Wieso lese ich das nicht da? Der ist 52 Jahre alt. Kommt hier auch von so einem Nachbarclan. Kann richtig geil schießen. Ist deswegen Messer in der Hand. Und ist auch. Also, er hasst Männer. Und er ist eine Frau. Wie komme ich darauf, dass es ein Typ ist? Hier steht es doch. Das ist eine Frau, die Männer hasst. Eine Misandristin. Und sie ist sehr, sehr sensitiv gegenüber psychischen Einflüssen. Naja, sie können uns schnell breaken. Schnell zusammenklappen. Falls wir sie überreden. Ne? Falls wir sie gefangen nehmen und überreden, unserem Club hier beizutreten. Dem Club der toten Freunde. Die hier vor der Tür liegen. Ja, aber wir spulen vor. Die Hitzewelle ist vorbei. Wunderschön. Temperatur. Was haben wir hier eingestellt? Weil das ist ja, tut ja jetzt natürlich nicht mehr Not, hier minus 20 Grad drin zu haben. Ah, nee, haben wir auch gar nicht. Das ist ja gar nicht mehr drin. Das ist reinste Stromverschwendung. Hier wird gekühlt für nichts, weil hier die Wand offen ist. Da bauen wir am besten einfach nochmal schnell
Das ist das Problem, diese Dinger, deswegen wollte ich das nicht machen, hier reinzusetzen, eingangs. Weil die kann man nicht woanders hin platzieren. Die sind recht teuer, kosten gut Materialien. Und machen wir so, ne? Ja. Oder so? Ja, so. Und ja, jetzt müssen wir einen neuen bauen. Und der kostet 90 Stahl und 3 Komponenten. Das ist nicht wenig, besonders am Anfang. Das dürften wir noch haben. Und das ist falsch. Nein, wir haben nicht mehr genug Stahl. Und jetzt werden wir darüber legen, fängt er hier an loszulaufen und anzugreifen. Ja, dann müssen wir kurz das einmal beobachten. Wo ist er jetzt hin? Da? Da? Kurz beobachten. Sind ja wenigstens beide auf dem Haufen. Schafft es vielleicht Codex jetzt ganz kurz nochmal Chapman? Nee. Cannot walk? Bist du nicht gerade eben aufgestanden? Das war Chapman, oder? Ist hier nicht gerade jemand aufgestanden von ihm? Na gut, wir spulen ein bisschen vor. Und dann kämpft. Was hatte der? Irgendeine stumpfe Waffe? Eine Keule oder ein Messer? Sollten wir schaffen. Sollten wir schaffen, zumindest wenn wir uns ausrüsten mit Waffen. Er hat eine, er hat keine. Er kann aber sowieso nicht. Also weiter. Und da kommt er! Da kommt er. Okay, wie es aussieht, ist nur Chapman in der Lage. Chapman ist aber auch schon leicht ange... Oh, shit, das wird richtig hart. Das wird richtig hart. Chapman, was machen wir jetzt? Sag mal. Chapman. Leg nicht wieder Feuer! Scheiße. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wir haben jetzt diese Keule. Oh, wir überraschen ihn von hinten. Er hat noch volle Energie und ein Messer und wir sind halb tot und haben eine Keule. Was meint ihr? Bisschen im Nachteil, oder? Und da clashen sie aufeinander! Oh shit. Oh nein, 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 nein. Nein, ich will doch nicht die Höhle links unten aufmachen, sonst kann ich nicht ruhig schlafen heute Nacht, wenn ich mich wieder den ganzen Tag frage, was war nur in der Höhle drin und ihr auch. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Prügelt euch ruhig, prügelt euch ruhig. Oh shit, 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 shit. Nein! Ah! Sandler, Cloud, Ledge. Codex, steh auf! Hinterher! Codex kann immer noch nicht aufstehen. Ah! Ja, es brennt. Das Tattoo funktioniert nicht. Scheiße, scheiße. Steh auf, du Fucker. Er ist leider, er kann nicht aufstehen. Ihm geht's zu schlecht. Codex. Ich glaube, Codex geht's auch nicht nur einfach scheiße schlecht. Ich glaube, er befindet sich gerade auch in einem katatonischen Zustand. Also wenn man so komplett geistesabwesend ist. Und, oh, Cargo-Ports. Ja gut, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Was ist das denn? Hyperweave. Ach du Scheiße, das ist zwar ganz geil, aber was soll ich denn damit jetzt? Und wir werden Zeuge. Nein! Nein! Was machst du da? Hör auf jetzt damit! Er wurde geklaut, Buddy! Wieso hast du denn, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, der Typ hat uns da reingegriffen und der eine war im Bett und der andere wollte verteidigen, wurde niedergeschlagen und dann gekidnappt. Und der Garten brennt schon wieder. Scheiße. Ja. Okay, vielleicht wird Codex ja noch rechtzeitig wach. Habt ihr Buddy gehört? Der hat gerade über die Boxen. Der sieht wahrscheinlich, der macht ja gleich sein. Shit, er hat zehnmal gesagt, vergessen, wie sein Spiel heißt. Break. Break Hacker. Break Crack. Irgendwas mit Crack. Was er heißt, oder? War das diese? Kein Plan. Auf jeden Fall sieht es scheiße aus für uns. Wir spulen mal vor. Wenn das hier nicht mehr grau ist, könnte er rein theoretisch aufstehen. Er verhungert auch gerade. Unsere geilen Heilwurzeln, die hier so schön brennen auch weg. Das Gute ist, dass ja tatsächlich hier eben gerade ein Feuer war und somit die Stoffe, die brennbar sind, schon abgebrannt sind und das Feuer sich, wie ihr seht, gar nicht mehr in die gefährliche Richtung, hier nämlich Richtung unserer Basis, nach Süden oder Südwesten so, oder Westen, ausbreitet. Sondern entgegengesetzt, weil nach hier ist ja tatsächlich schon alles gebrannt gewesen. Das ist das einzig Gute daran. Es regnet. Das Feuer wird gelöscht. Unser Stockspiel ist abgebrannt. Es restlos verbrannt. Codex befindet sich immer noch in seinem katatonischen Zustand. Komplett zusammengebrochen und ist leicht unterernährt. Ja, sogar schon medium unterernährt, muss man mal sagen. Während nebenbei auch noch eine psychische Drohne gegen männliche Personen psionische Wellen aussendet, die schlechte Laune machen
Und das resultiert in einer komplett versauten Launeleiste. Die Laune ist mega am Ende. Was dazu kommt, natürlich die ganzen Tode und unbegrabenen Kolonisten, die gestorben sind. Die haben wir nicht unter die Erde gebracht. Das wäre eigentlich gar nicht so dumm gewesen, die zu begraben oder irgendwas. Advanced Survey. Oh shit, Codex. Ey, ich weiß nicht, ob er da nochmal rauskommt. Er ist jetzt so. Ich glaube nicht, dass er nochmal auf die Beine kommt. Er müsste jetzt was essen. Keiner kann ihn füttern. Er kann aus eigener Kraft nicht mehr aus seinem kleinen Bettchen hier aufstehen. Codex. Da bist du so als überraschender Ehrengast aus dem Nichts gekommen, um unsere Siedlung zu retten. Und es dauert nur 2 Tage und du bist schon wieder der letzte Mann, der hier überhaupt überlebt hat und eigentlich auch schon wieder gerade am Rande des Todes steht, oder? Also, wir können das beobachten. Und zwar die Malnutrition, also die Unterernährung, ist hier schon sehr, sehr stark fortgeschritten. In Zahlen bei 80% und naja. Gucken wir mal. Das wird nichts. Der steht jetzt nicht mehr auf. Also, vielleicht, wenn dieser katatonische Zustand jetzt einmal ganz kurz im letzten Moment noch aufhört und er im letzten Moment mit über 90 Unterernährung noch schafft, hier eins von den letzten 4 Überlebensmahlzeiten, hier ist noch eins, sich zu schnappen. Dann noch, aber sonst. Oh, was ist hier? Ein. Auch nicht schlecht, wir haben einen kleinen Kurzschluss. Das heißt, die Stromversorgung wird gleich auch ausfallen. Ja, in diesem Moment fällt auch die Klimaanlage und das Licht aus. Codex ist immer noch nicht bei sich. Extrem 90% unterernährt. Die Psychic Drone, die psychische Drohne, hat aufgehört. Wenigstens etwas, aber das macht auch keinen Unterschied mehr. 94. Ja. Und 97, 98, 99. Was? Okay, ich dachte, es passiert noch was Gutes, aber nein, er kriegt auch noch Würmer. Während er 99% verhungert ist, hat er Würmer. Ich frage mich, was die Würmer essen. Wer sind das ja nicht so? Wer sind das so Augenwürmer? Oh. Everyone is dead or gone. Ja, das war's, liebe Leute, mit unserer Siedlung hier. Noch brennt sie ein bisschen runter. Schade, wäre ganz geil, wenn das wenigstens überleben würde. Die Runde ist vorbei. Ist nicht zwangsläufig. Ich glaube, wir zusammen hatten auch schon mal den Fall, dass selbst nach dem Tod des letzten Kolonisten hier nochmal was passiert. Denn diese ganzen Zufallsereignisse können immer noch eintreten. Es können immer noch Raids geschehen. Es können immer noch zufällig irgendwelche Leute sich eurer Siedlung anschließen und das ist genau das, was euch jetzt noch retten könnte, beziehungsweise die Siedlung. Es kann sein, dass jetzt vom Kartenrand hier noch Hans Wurst kommt und Hans Wurst sagt, hey, wie hübsch ist das denn hier? Ich ziehe hier jetzt ein und zack, ist Hans Wurst der neue Chef von diesem Laden und fängt von vorne an. Was heißt von vorne? Kann da ansetzen, wo wir aufgehört haben. Das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich und wir haben das auch schon mal gemacht und gucken da auch gerne jetzt mal rein. Ich müsste einmal ganz kurz erfahren, wie spät es ist, um einzuschätzen, wie viel Zeit ich noch habe. Oder Regie könnte. Nein, vorbei. Ist vorbei, okay. Schade. Gut, dann ist es tatsächlich vorbei. Und ich trenne mich sehr ungern von diesem Spiel. Aber es hat vom Timing eigentlich auch ganz gut hingehauen. Da musste ich nicht mal was zutun. Ich hatte ja gesagt, dass ich sonst hier vielleicht das ein bisschen versucht hätte zu konstruieren, dass, wenn wir hier die Roboter rauslassen, die ja mit hoher Wahrscheinlichkeit da drin sein könnten, dass wir da denn eh am Arsch sind. Aber nun gut, schaut, wie hier die Siedlung wegbrennt. Aber der Paul hatte schon eine. War ein wenig energisch in seiner Stimme. Ich glaube, wir müssen schnell raus, ne? Ich habe leider keine Zeit. Ich soll jetzt bei Booty vorbeischauen, sagt Boiler. Aber das könnte ich natürlich auch machen. Ich habe nur so einen tierischen Durst. Danke, dass ihr dabei wart. Wir machen bestimmt mal wieder RimWorld. Na, ist jetzt 1-0 kurz vor der Tür, die finale Version. Budi hat euch auch gerade gesagt, dass das, glaube ich, nur ein 20 kostet als Spiel. Also wenn ihr das interessant fandet und noch nicht kauft, dann macht das, ne? Und ansonsten macht doch auch, worauf ihr Bock habt, ne? Also ich sage euch ja immer, ich schreibe euch das nicht vor. Und dementsprechend habt ihr jetzt alle Möglichkeiten der Welt. Nutzt sie. Bis zum nächsten Mal.